So, und hallo und herzlich willkommen, Freunde der Nacht. Da sind wir mit einem falschen Bild direkt mal wieder einen falschen Fehler gemacht. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut hören. Wäre mal gut, wenn ihr Feedback gibt. Die Schlachtenwüter sind wieder am Start und ich habe mir heute wieder gar lustige Gesellen dazu geholt. Wir spielen heute ein neues Abenteuer. Wir spielen Hexen 1733, das Königreich der Dornen. Und wir haben dabei von links nach rechts den Lasi Klasi. Hallo! Hallo, frohes neues Jahr. Genau, frohes neues Jahr, Freunde der Nacht. Was ist los übrigens? Hier, ich habe gedacht, wir machen zum Jahreswechsel die 1600. Ja, kacke ist, 10 haben ababonniert. Ja, so, daneben haben wir die gar wundervoll reizende Julia. Frohes neues. Und in der Mitte heute unsere Hotte Lotte. Moin. Und daneben unsere reizende Frau Dr. Stefanie. Frohes Neues. Und heute ganz neu mit am Start unseren Lehrer, den Herrn Brusch. Und wie begrüßt man einen Lehrer? Freunde, alle zusammen. Guten Morgen, Herr Brusch. So, ja, der Henning ist aus meiner Hundeschule jemand und der zockt auch, der Let's Playt auch und ist halt Lehrer und spielt halt auch schon mal DSA mit seinen Kollegen. Und da habe ich mir gedacht, fragst du mal den Herrn Brusch, ob der mitzocken will. Und da hat der gesagt, ja klar, bei so einem Quatsch bin ich doch mit dabei. So. So, und so spielen wir heute Hexen 1733. Ja, herzlich willkommen an alle, die dabei sind heute. Ich muss erstmal hier mein richtiges Dokument aufmachen, ey. Wie komme ich denn hier nochmal? Boah, schlecht vorbereitet. Eieieiei. So, Freunde, wie geht's? Wie seid ihr überhaupt reingekommen? War alles gut? Peinliche Unfähigkeitsüberbrückung gerade hier. Seid ihr gut reingekommen? Habt ihr gut gefeiert? Ganz gemütlich. Ja, mit dem Hobbit und dem Herr der Ringe. Mit dem Hobbit und dem Herrn der Ringe. In Form oder in Filmform? In Filmform. Und jetzt liest sie aber wieder, hat sie gesagt. Ja. So. Die werden wieder rausgekramt. Alles klar. Also, wir spielen heute im wunderschönen Erzgebirge. Henning, wie du wahrscheinlich vermutet hast, spielen wir im Jahr 1733. Kennst du den Hintergrund? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Wenig, nein. Also, es ist so, dass vor ungefähr 100 Jahren sind einige Söldner, keine Ahnung, Priester, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, die sind irgendwie in eine alte Tempelanlage oder sowas gegangen und haben dort aus Versehen, man weiß nicht wie, man weiß nicht warum, ein Tor zur Hölle geöffnet. Und jetzt steht dieses Tor auf und Wesenheiten wie Vampire, Werwölfe und Hexen sind herausgekommen und machen jetzt den Menschen das Leben schwer. Und ihr seid jetzt Jäger, die sich dieser Sache verschworen haben, diesen unheilvollen Kreaturen Einhalt zu bieten. So der ungefähre Hintergrund. Das Ganze ist ziemlich actionlastig, also ihr dürft auf jeden Fall eure Aktionen, die ihr so macht, arg ausschmücken und richtig Gas geben in dem, was ihr da macht. So ein bisschen wie Hänsel und Gretel Hexenjäger. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Da ist das so ein bisschen angelehnt. Oder Van Helsing ist so, geht so in die gleiche Sparte. Ja. So, ihr seid auf dem Weg nach Aue. Eure müden Füße tragen euch am Morgen immer weiter Schritt für Schritt zum kleinen Dörfchen Aue, das wie gesagt im Erzgebirge liegt. Und ihr lauft gerade durch einen dichten Wald. Eure Füße schmerzen, wie gesagt, von der langen Reise. Euer Proviant geht langsam zu Neige, was eure Laune nicht gerade bessert. Und so kommt ihr an den Waldrand und seht, wie die Straße hinaufführt zu dieser Stadt. Dass wir uns in diesen dunklen Wald überhaupt getraut haben. Was ist denn mit uns los? Also ich würde sagen, wir gehen mal in die Stadt. Vielleicht gibt es da irgendwie, unsere Vorräte sind knapp.
Wir sollten uns ein bisschen stärken. Was haltet ihr denn davon? Gute Idee. Ja, meine Laune ist auch schon im Keller. Ich brauche, und dann rieche ich mal an meinen Achseln. Ich brauche auch dringend mal wieder ein Bad. Ich muss meinen Rabenfedermantel pflegen. Mein Federpflegemittel ist ausgegangen. Also Freunde, machen wir uns auf zur Stadt. Wir wollen mal gucken, was da los ist. Ich bin schon ganz schön kaputt. Und so geht ihr weiter und seht so auf halben Wege zur Stadt einen Karren stehen, um den sich einige Leute versammelt haben. Nein, es ist keine Panne. Nein. So könnt ihr euch das nicht vorstellen. Okay. Wir haben zwei Abenteuer gespielt und alle Abenteuer fingen damit an, dass da eine Karre mit Achsbruch irgendwie war. Aber das ist diesmal nicht der Fall. Da steht halt so ein Wagen und da oben drauf scheint irgendwie so ein Gitterkäfig zu sein, in dem irgendeine Kreatur hockt. Und davor steht ein Mann, der wild gestikulierend irgendetwas einer Meute von Bürgern oder Bauern erzählt, die sich um diesen Karren herumtreiben. Da sind also ist eine Traube von etwa 20 bis 30 Menschen, würdet ihr schätzen. Und der Mann vor dem Karren steht auf einem Podest und deutet immer wieder auf diesen Käfig und gestikuliert wild und macht irgendwelche Erklärungen. Aber was er da so genau erzählt, könnt ihr halt nicht vernehmen. Leute, ich würde vorschlagen, wir gucken uns das mal an, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist sicher wieder so ein Scharlatan, der irgendwelche Heilmittel gegen Warzen verkauft. Aber gehen wir mal hin. Was ist in dem Käfig? Das will ich wissen. Ich weiß auch nicht, von hier kann ich es nicht erkennen. Dann gehen wir da einfach mal hin. Auf jeden Fall. Ihr nähert euch dem Wagen und hört dann auch den Mann sprechen. Seht doch, diese Kreatur, ich habe sie mit eigenen Händen gefangen in den Stollen unseres Dorfes. Ja, sie wollten uns überfallen, aber wir haben sie alle wieder hingerafft und diesen hier konnte ich fangen. Seht ihn euch an, diese Ausgeburt der Erde. Und ihr seht halt, die Bürger stehen da alle und staunen und sehen sich halt diese Kreatur an und in dem Wagen hockt zusammengekauert eine schwarze Kreatur. Sie hat lange, spitze Ohren und nur vereinzelte graue Haare auf dem Schädel. Die Haut scheint von der Sonne etwas angebrannt und trocken zu sein und sie sitzt zusammengekauert in einigen dreckigen und nach Fäkalien riechenden Laken auf dem Boden im Stroh. Und während ihr euch noch fragt, warum liegt denn da Stroh? Guckt diese Kreatur plötzlich auf. Und ihr seht goldgelbene Augen, die Bürger anstarren. Und die Kreatur fängt an zu zischen und entblößt dabei einen Mund voller spitzer Zähne. Seht, was soll denn das hier? Seht euch diese Zähne an. Sie würden eure Säuglinge zerreißen und sie auffressen. Wo sagt ihr, habt ihr diese Kreatur gefangen? Ja, in den Stollen. Bei uns am Dorf. Und was soll das hier werden? Ich bringe diese Kreatur zu den Leuten, damit sie sehen können, womit sie es zu tun haben. Die Kreatur gehört umgehend getötet. Was? Seid ihr wahnsinnig? Das ist ja viel zu gefährlich. Ihr seid wahnsinnig. Ach, der ist in einem Käfig, da kann überhaupt nichts geschehen. Alter, da kann Gott, viel zu viel Figur geschehen. Der sieht ein bisschen instabil aus. Also, und sagen, sicher ist sicher. Wenn ihr sehen wollt, dann tut erstmal einige Dukaten hier in meine Mütze. Aha, daher weht der Wind. Verstehe. Sonst verschwindet und geht eures Weges. Ich möchte das nicht unterstützen. Die Kreatur kriecht von einer Ecke in die andere und versucht, sich vor der Sonne zu verstecken. Die Bürger schauen euch an und sagen, jetzt geht nun endlich weiter, wir wollen hier unseren Spaß. Verschwindet, sowas sieht man nicht alle Tage. Ihr seid wohl lebensmüde. Ja, warum schon lebensmüde? Die Kreatur ist doch in einem Käfig. Nun verschwindet schon und versaut uns nicht den Spaß.
Der ist alleine, der Typ da, der das präsentiert. Oder stehen da welche, die seine Handlanger sind? Nee, der ist alleine da. Bewaffnet? Der hat irgendwie so einen längeren Dolch an der Seite. Und sieht der Käfig denn wirklich irgendwie instabil aus? Das hattest du gesagt? Nein, sieht sehr stabil aus, der Käfig. Okay. Sieht stabil aus. Okay. Der sieht schon stabil aus, ja. Und ihr sagt, das ist die einzige Kreatur, die überlebt hat? Ja, es ist die einzige Kreatur, die überlebt hat. Aber ich habe immer noch nichts in meiner Mütze hier. Die ist immer noch so leicht. Und ihr wollt jetzt mit der Kreatur Geld verdienen, oder wie hattet ihr euch das vorgestellt? Ja, ich ziehe von Stadt zu Stadt und zeige sie den Leuten, damit sie wissen, was dort im Unterreich auf sie wartet. Wie lange habt ihr diese Kreatur schon bei euch? Ich habe ihn jetzt seit 3 Monaten dabei. Und womit ernährt ihr ihn? Ja, mit Fisch oder irgendeinem anderen Rotz, den ich finde. Tote Eichhörnchen, Karnickel, sowas. Wird er sich ja nicht dauerhaft mit zufrieden geben. Wie meint ihr das? Ja, danke. Der wird sich irgendwann da selbst befreien. Vor lauter Gier und Hunger. Ach, das ist doch Quatsch. Können wir das Wesen irgendwie einordnen, die Kreatur, was das ist? Ja, das scheint so ein Schwarzalb. Ein Schwarzalb? Ja. Ah, okay. Sind die für irgendwas Besonderes bekannt, berüchtigt? Nee, eigentlich nicht. Also die leben halt unter der Erde und kommen halt schon mal raus und schlachten dann halt die Dörfer ab, ne? Okay. Was man so macht als Schwarzer. Aber die können nicht sprechen, oder? Ja, doch, die haben schon ihre kehlige Sprache. Die können eventuell auch, einige können auch die Menschensprache. Aber der scheint jetzt nicht für Gespräche, zu Gesprächen aufgelegt zu sein. Er ist etwas verstockt, sozusagen. Verständlicherweise, weil er in dem Käfig sitzt. Ja. Na, ich bin mir auch gerade noch gar nicht so sicher, ob ich irgendwie das auch ein bisschen schrecklich finde, dass der da so ausgestellt wird. Ne? Okay. Tja. Sieht der wirklich, der Typ, sieht der so aus, als ob der den gefangen haben könnte? Oder hat er vielleicht den Wagen irgendwo geklaut und fährt jetzt damit rum? Ich weiß ganz genau, was ihr denkt. Dieser alte, schwache Sack kann diesen Alben nicht gefangen haben, aber wisst ihr, er war verletzt von dem Angriff. Er lag dort und ich hatte diesen Wagen, weil mein Vater damals Hexen zu Hexenprozessen gebracht hatte mit diesem Wagen. Und dann habe ich die Stunde genutzt und ihn eingepackt. Unser Dorf war eh abgebrannt und wo sollte ich sonst auch hin? So hatte ich wenigstens eine Möglichkeit zum Weitermachen. Also er war bewusstlos sozusagen, als sie... Ja, bewusstlos und verletzt, richtig. Ja, verstehe. Ihr habt nicht zufällig eine Karte der Umgebung und könnt uns die Stelle markieren, wo ihr das Albennest gefunden habt? Nein, das war in Griebelsberg. Es ist etwa 5 Tagesreisen östlich von hier. Ja, 5 Tagesreisen ist eine ganze Menge. Nun, aber irgendwie ist mein Mützchen immer noch ziemlich leicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das hört sich gut an. Wir können doch die Kreatur nicht leben lassen. Zumindest für einen hört sich das gut an. Was ist mit euch? Ja, ich gebe 1 Dukaten. Ah, oh, das hört sich gut an. Danke, danke. Und die Damen? Also... Vielleicht zahlen die Herren für die Damen mit. Ich möchte mir das nicht so gerne angucken. Auch wenn dies keine Kreatur... Das guckt sich keiner von denen hier. Das guckt sich keiner von denen hier gerne an. Trotzdem zahlen sie dafür. Also... Ja, dann habt ihr ja Glück, dass doch ein paar Dukaten in eurem Hut klingeln. Ich möchte das nicht unterstützen, auch wenn, wie gesagt, keine Kreatur Gottes ist. Dann dreht euch um und schaut weg. Schaut weg, dreht euch um.
Wie war der Wertename? Meine? Da muss ich mal eben nachschauen. Nein, Moment. Damit hatte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, guter Mann. Wie hieß ich denn nochmal? Ein Moment. Ich hab's gleich wieder. Ich bin etwas vergesslich in der Sache. Alzheimer. Irgendein Spieler. Gottfried Stein ist mein Name. Gottfried Stein. Und ihr? Wer seid ihr? Gustavo. Gustavo de Portas. Gustavo. Ich habe noch nie von euch gehört. Gudmund. Johann Gudmund. Johann Gudmund. Auch noch nie gehört. Eines Tages werdet ihr von uns erneut hören. Bestimmt. Ich bin gespannt. Das ist nur eine Frage der Zeit. Nun, Gottfried Stein. Jetzt, da ich euren Namen kenne, wenn mir zu Ohren kommt, dass eure Kreatur ausbricht und Menschen tötet, ziehe ich euch zur Rechenschaft. Ach, darum braucht ihr euch keine Sorgen machen. Der bleibt da drin. Sollen wir es wirklich drauf ankommen lassen? Wir können einfach wegpusten. Ja, ich werde jetzt auch mein Lager aufschlagen. Die Leute haben sich langsam satt gegafft und gehen weiter nach Aue. Und er geht jetzt zu dem Ochsen, der vor den Karren gespannt ist, und gibt ihm so die Peitsche ein, zwei Mal, und der Ochse setzt sich dann in Bewegung und zieht den Karren auf so eine Lichtung vor der Stadt. Ist so ein bisschen umgeben und geschützt durch große Steinbrocken. Da wird jetzt dieser Käfig hingezogen und er fängt da irgendwie an, ein Zelt oder sowas aufzubauen, schätze ich, und eine Feuerstelle einzurichten. Also ich wäre ja dafür, wir verfolgen, oder wenn er da über Nacht bleibt, und dann gucken wir, dass wir das Ding heute Nacht irgendwie umhängen. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, sollten wir uns nicht erstmal stärken und... Ja, ich bin auch dafür. Ja. Und wir können ja dann beim Essen überlegen, wie wir weiter vorgehen. Was haltet ihr davon? Ja. Vielleicht wird meine Laune dann noch etwas besser. Hey, Bürger. Ja. Ja, ja. Was ist denn die angenehmste Schenke im Ort? Die angenehmste Schenke? Ach, da gibt es so viele. Wonach sucht ihr denn? Gutes Essen, gutes Trinken und dann ein Bett für die Nacht. Ach. Und ein Zuber, ein Badzuber. Ich könnte euch da den Silberengel empfehlen. Ist der nicht zu teuer? Ich weiß nicht, wie viel Geld ihr habt, aber das ist eigentlich normal. Vom Preis her. Silberengel. Etablissement. Danke. Ja, wir wünschen euch einen guten Aufenthalt in Aue. Ja, danke. Ja, besten Dank. So, warte, ich habe mir gar keinen Kuli und nix hingelegt. Ich bin total schlecht vorbereitet. Ganz guten Neujahrsvorsatz war alles schon wieder. Dankeschön. Kuli habe ich schon mal. Blätter sind da. Warte. So. Und so geht ihr und schreitet durch die alten mittelalterlichen Stadttore von Aue, die dort noch übrig sind, und passiert die Straßen. Die Bürger sind unterwegs auf den Straßen, gehen ihrem geschäftigen Treiben nach, und es scheint heute Markttag zu sein, denn einige Stände wurden auf dem Marktplatz vor der Kirche aufgebaut, die sich eigentlich in der Mitte der Stadt befindet, aber ihr müsst daran vorbei, um zum Silberengel zu gelangen. Wollt ihr da nochmal anhalten auf dem Markt oder wollt ihr direkt durchgehen? Ja, wir können doch mal gucken, vielleicht Schenke. Kann man da ja auch Proviant für die weitere Reise. Wir werden ja nicht in diesem Ort bleiben, denke ich mal, dass man sich da vielleicht noch ein bisschen eindeckt. Ja, und so fangt ihr an und geht über den Markt, und ihr seht einige Stände, die halt Brot anbieten, also Bäcker, die ihre Waren feilbieten. Ihr seht verschiedene Metzger, die da Wurst und Fleisch anbieten, und auch Obst hatte ich, glaube ich, schon gesagt, ne? Dann gibt es Händler, die Stoffe haben und Zubehör zum Nähen, und welche, die da Porzellan verkaufen aus dem nahegelegenen Meißen. Ist dort alles zu bekommen. Schick, schick. Ein reichhaltiges Angebot.
Ich glaube, ich brauche trotzdem erstmal was Richtiges zu essen. Wollen wir erst in die Schenke gehen? Ja, ich würde schon sagen, ist hier jeden Tag Markt? Oder ich frag mal den Wursthändler oder der Händler, der mir am nahesten ist. Was kann ich für dich tun, Jungmatke? Wollt's ein Wurst? Haben wir morgens, mittags, abends? Ja, es ist mittags. Guck doch auf die Sonne. Guten Tag, der Herr. Ich hab da einen Bruder, der wohnt nicht ganz so weit weg. Das ist den alten Jupp, weißt du? So hier, Mädchen, nimm mal hier ein Stück Wurstchen für dich. Bitschchen. Das ist wirklich sehr freundlich von euch. Mich würde einmal interessieren, gibt es den Markt hier jeden Tag oder steht ihr nur heute hier? Der Markt ist immer Mittwoch. Immer Mittwoch, alles klar, das wollte ich wissen. Dankeschön. Jo, nichts zu danken. Schöne Grüße an den Jupp. An den Jupp? An den alten Jupp. Das ist sein Bruder, ist mein Bruder. Kennst du den Jupp? Woher kennst du den Jupp? Nee, aber in jedem Dorf gibt's doch den alten Jupp. Ach, ist das so? Ja. So, wolltest du jetzt eine Wurst kaufen, oder was ist los, Matke? Nee, vielen Dank, ich habe meine Informationen bekommen. Ah, umsonst fretten und dann abhauen, da gibt's ja wohl ja nicht. Ich bitte um ein bisschen mehr Respekt, ich bin schließlich eine Priesterin. Ist das so eine Dauerwurst? Ja, wollte ich auch gerade fragen. Dann würde ich nämlich zuschlagen. Das ist eine Dauerwurst, ich habe auch gepökeltes Fleisch da. Ja, dann gib mal her. Ja, hier, das Beste vom Besten. Kein Respekt mehr vor dem Klerus hier. Das ist so gut, da gehen noch niemals die Ratten dran. Ich nehme von dem gepökelten Fleisch etwas. Hier, ich geb dir mal so ein paar Dinger. Die sind so gut, du, da geht auch dein Hund nie dran. So, bitteschön, darf es noch was sein? Darf es ein bisschen mehr sein? Nee, also ich bin mit diesem gepökelten Fleisch schon sehr zufrieden. Ah, du musst mal da drüben gucken, die Magd, da siehst du die mit den großen Augen. Die hat so ein richtig lecker frisches Brot. Das mit der Wurst, du, ich sag dir, da glaubst du, du bist im siebten Himmel, du. Ja, das würde ja auch... Geh mal hin, sag mal schönen Gruß von mir. Das ist die olle Erna. Das ist Armin Stein bei dem Brett, wenn ich dir die Leute zuschicke, weißt du? Ist dann heute Nacht nicht so kalt. Ist dann heute Nacht nicht so kalt, wenn du mich verstehst. Und wenn ich dir einen schönen Gruß ausrichte, dann kriege ich das Brot etwas günstiger. Ah, mit Sicherheit. geh mal gucken. Ja, geh ich mal gucken. Geh mal gucken. Jo. Und du siehst so, wie er da so zuzwinkert und diese, der Arschloch, also nach dem Motto. Und dann guckt sie und du kommst an, da ist so eine richtig schöne Korpulente mit ordentlich Vorbau, ne, und in ihrer Schürze steht sie da mit so Engelslocken, blonde Mähne. Alter, was macht deine Frau dahinter dir? Die kann mich doch nicht so erschrecken. Wir hatten das schon, dass hier nackte Männer reingekommen sind, Henning. Ne, Julia? Darfst du doch nicht erzählen, dass ich das überall rum erzähle. So. Wo war ich denn stehen geblieben? Ach so, und die steht jetzt da. Guten Tag. Ja, da gehen wir hin, zu dem Stand, zu der Brotverkäuferin. Ja, der Idiot hat euch geschickt, ne? Ja, schöne Grüße. Ja, danke schön. Was darf sein? Für seine Wurst, das lecker Brot? Ein bisschen Brot wäre nicht schlecht. Ja. Was sagt ihr? Ach, ich habe hier so einen leckeren Stuten und hier so ein Vollkorn. Glutenfrei. Ja. Dann nehme ich lieber den Stuten. Ja, sie packt dir da so ein leckeres Brot ein und du hast so einen ganz leckeren Geruch da am Stand. Ne? Riecht so richtig lecker nach frischem Brot. So richtig lecker. Ja.
Ja, Freunde, wollen wir denn dann in die Schenke gehen? Ja, bitte. Ist hier vielleicht noch ein Seifenstand? Ein Seifenstand? Ich musste heute Nacht neben Gustavo liegen und er hat sich umgedreht und dabei den Atem. Deswegen brauche ich ein Bad, habe ich ja gesagt. Ach so. Ein Stück Seife dazu. Ich spendiere es auch. Dann suche ich jetzt einen Seifenstand. Ja, da ist auch ein Seifenstand. Da kommt ihr vorbei und seht, dass ihr da lecker... Vielleicht so eine Seife an so einem Seil. Ja, klar, muss ja irgendwo her haben, die Seife, ne? Und riecht nach Rose und nach nix. Ja. Will der? Seid gegrüßt. Grüße. Die Damen brauchen Seife. Die Damen brauchen Seife, aber auch der Herr von des Tages sollte sich auch ein bisschen pflegen. Das spricht die holde Damenschaft schon ein wenig an. Mehr als dieser Geruch nach Schweiß und Ferkeln. Ja, das ist so ein bisschen Unholdschlotze. Ihr seid hier in der Stadt, ihr braucht euch nicht vor euren Unholden zu tarnen. Wie viele haben wir denn da? 1, 2, 3, 4, 5. Ich gebe euch 5 zum Preis für 3. Das ist ein gutes Angebot. Ja. Ich bezahle das. Nun, bitte, pack dir das alles schön ein und gibt es dir dann. Der Christian Reuter ist da. Danke. Der Christian Reuter, dem gehört der Channel hier. Ach so, der. Christian, willkommen. Und Fabian, du musst Rufzeichen XP eingeben. So. Oh, Henning, was ist da los, Henning? Henning. Ei. Da musst du noch mal das, gibt Ärger morgen. Das gibt morgen Ärger. Ja, ich gehe, glaube ich, schon mal in die Schenke. Ja, ihr geht weiter. Oder warten wir kurz, Entschuldigung. Wir können mal eben warten. Fabian, ja. Du kannst zum Beispiel dem Chat followen. Ach, ich war auf Twitch ein Follow da lassen, dann kriegst du, glaube ich, schon 50 Punkte. Und ansonsten kriegst du Punkte dafür, dass du eingeschaltet hast. Ich glaube, pro 5 Minuten ein Punkt oder sowas. Keine Ahnung. Wie ich das eingestellt habe, muss ich ausprobieren. So, die Steffi hatte gerade die Kamera richtig gut eingestellt. Ich habe schon gedacht, du hättest dir ein Stativ gekauft oder sowas. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Ja, draußen war wohl irgendwas los. Ja, ich komme mal bei dir vorbei, wenn wir mal Einzelstunde hier. Geht ja gar nicht, weil das sind wenn meine russischen Kollegen bei dir vorbeikommen und da einbrechen wollen. Die kommen ja gar nicht rein. Ja, Stefan, pass auf, wenn da irgendwas ist, dann melde ich. So, die haben gerade entschlossen, die wollen weiter zum Silberengel gehen. Ja, genau, zu der Schenke. Und als ihr so zu der Schenke geht, passiert ihr so die Straße und seid in Unterhaltungen verstrickt über den letzten Abend, über das letzte Abenteuer. Und plötzlich vernehmt ihr von weiter vor euch lautes Gewieher und das Geschrei aufgebrachter Menschen. Pferdehufe donnern durch die Stadt. Irgendetwas kommt da auf euch zu. Als ihr noch so überlegt, was das sein kann, seht ihr plötzlich zwei durchgegangene Pferde, die in Galopp auf euch zugerannt kommen. Hinter sich ziehen sie einen großen vierachsigen Wagen, der mit Kisten gefüllt ist. Und die Pferde sind ohne Reiter? Die sind ohne Reiter, also die sind irgendwie durchgegangen und die ziehen halt diesen Wagen hinter sich her, wo irgendwelche Kisten drauf sind, die so halb darunter knallen. Sehe ich irgendwas, was wir den Pferden in den Weg schmeißen können? Strohballen oder irgendwas? Johann! Warum liegt denn da Stroh? Ich wollte die Pferde aufhalten. Nee, also durch Strohballen, wenn die sich nicht aufhalten lassen. Die trampeln euch tot, wenn ihr da jetzt nicht irgendwie aus dem Weg springt oder sonst irgendwas macht. Aus dem Weg gesprungen. Ja. Ja, absolut.
Ich möchte auch auf den Weg gehen und mich dann hinknien und den Rücken so ein bisschen strecken, dass wäre es unsere Akrobatin bestimmt die Lena theoretisch von meinem Rücken aus dann vielleicht auf den Wagen hüpfen könnte, um die Lena, Pferde. Das hört sich doch super an, Lena. Anzuhalten. Das hört sich ja mega an. Gute Idee. Machst du das? Komm, du bist doch bestimmt unter Tabletteneinfluss heute, du machst doch heute jeden Scheiß. Ich habe eine ganze Packung Aspirin-Granulat gefressen, da ist so viel Epinephrin. Ja. Okay, dann machen wir mal eine Räuberleiter. Jawohl. Okay. Dann schmeiß mich mal so in die Luft und ich drehe mich dann so. Ja, ich würde mit Muskeln spielen, so gut ich kann, sie so katapultieren. Okay, dann mach du mal eine Probe auf Muskeln spielen. Jawohl. So, dann gucken wir uns mal an. Der Gustavo, der hat 3,5 Erfolge, also 3 Erfolge. Das sieht schon mal gut aus. Henning, normal reicht ein Erfolg. Siehst du jetzt im Chat gerade oben. Auf die Sprechblasen klicken. Achso, links neben Journal. Ah ja. So, was haben wir da gemacht? So, ich brauche einen Akrobatikwurf. Ja, also, wenn er mir so eine Räuberleiter macht, dumm. Wo bin ich denn? Sie versucht, auf die Kutsche zu springen. Oder? Genau, sie versucht, sich jetzt da durch die Gegend schmeißen zu lassen. Und Akrobatik hast du 4 Ränge. Ja, irgendwie ist es nur gerade grau in meinem Hintergrund. Ich sehe meinen Token gar nicht. Soll ich eben für dich würfeln? Ja, mach mal. Ich gehe noch mal raus. So, und du hast 2 Erfolge. Der Januswürfel zählt nicht, weil ich einfach weitergeklickt habe. Ja, Lars Gustavo de Portas stellt sich hin, geht so ein bisschen in die Knie, macht die Hände zusammen und Lena Weißenfels hat seine Gedanken gelesen, rennt auf Gustavo zu, springt ihm in die Hände, hält sich noch kurz an den Schultern fest und Gustavo gibt Gas nach oben, schleudert Lena mit einem Rückwärtssalto in die Luft und dann kommt so eine Zeitlupenaktion, also sie wird schnell hochgeworfen, dann kommt so eine Zeitlupe, sie fliegt so hält rückwärts. Hält euch bitte diesen Grabenfedernmantel an, wie der in der Sonne glitzert noch. Sehr geil, sehr geil. Genau. Und landet dann direkt auf dem Wagen und mit einer Handbewegung kriegst du noch die Zügel in den Griff. Okay, dann versuche ich die Pferde unter Kontrolle zu kriegen und ziehe da ordentlich dran und Was können wir denn da würfeln, um die Pferde unter Kontrolle? Gibt's da Reiten? Ja. Ja, dann machen wir eine Probe auf Reiten. Guck mal, bei mir ist es grau. Grau? Eventuell gleich mal neu laden. Ich kann ja nichts anklicken, muss denn mein Token? Eventuell mal neu laden gleich. Hast du Chrome? Ja. Das hatte ich vor 2 Wochen auch. Da konnte Chrome plötzlich mein Spiel nicht mehr darstellen. Ich muss jetzt auch wieder mit Firefox arbeiten. Ich würfel mal eben Reiten für dich. Letztes Mal ging es. Ist ja dumm. Ja, das ist voll gestiegen. So, und du hast keinen Erfolg gewürfelt, Lena Weißenfels. Bist du noch da? Deine Kamera spackt gerade rum. Tschüss, Leute. Bist du noch da? Hörst du mich noch? Steffi, hörst du mich noch? Steffi, wir haben ein Problem. Steffi, hörst du mich noch? Ja, jetzt sehen wir dich wieder. Hast du mal neu geladen, das Interface? Jetzt hört man dich nie mehr. Ich denke mal, du bist gemutet oder so. Ist hier irgendwo mit dem Finger draufgekommen?
Nee, jetzt bist du gemutet. Jetzt nicht mehr. Komisch. Ja, Steffi, was ist da los? Dieser Bild wieder eine Freundin. Nee, bei mir nicht. Christian Reuter hat gefollowt. Weißt du denn da für einen lustigen Troll? Den kenne ich ja noch gar nicht. So, ja, scheiße, Steffi. Was ist denn da los bei dir? Nein! Oh, jetzt haut die mir hier alles durcheinander. Oh nein! Einmal mit Warte Profis. Mal, wenn die gleich dazu kommt, die ist ja eben auch als Letzte dazu gekommen. Dann ja, müsste es ja wieder klappen. Passt. Ja, ist an der richtigen Stelle. Da ist sie wieder. Besser? Einmal mit Profi, ja. Steffi. Ey, du kannst doch nicht, du kannst doch nicht nach so einer Flugaktion hier ein Disco kriegen. Was ist denn los mit dir? Hast du denn jetzt mal neu geladen, dein Interface? Na, ich musste das im Explorer hier mal probieren. Ach so. Ja, pass auf jeden Fall bist du ja. Kannst dich konzentrieren dabei, oder? Ja, ich höre. Ja, ich warte lieber. Mach mal eben. Wir machen eine kleine Pipi-Pause. Ich tanze so lange. Kannst du bitte noch so Musik? Also so. Aber in einem Film wäre jetzt auch Pause. Ist ja jetzt auch Werbung. Stimmt, da hast du recht. Da wäre jetzt Werbung. Vollkommen richtig. Werbung, Freunde der Nacht. So, was haben wir hier? 7 Zuschauer jetzt gerade am Start, Freunde der Nacht. Was ist los? Hier noch kein neues Mitglied heute. Muss doch hier Geld verdienen heute. Wir müssen doch hier reich werden. Ich habe doch heute schon wieder hier Herr der Ringe-Regelwerke gekauft für 13 Euro. Der Lars, der Hund, habt ihr das mitgekriegt? Was ein Penner, ey. So, ja. Henning, erzähl du doch mal so lange, wie du das jetzt bis jetzt hier im Online-Modus findest. Ist mal ganz witzig, oder? Ich finde das super, macht richtig Spaß. Keiner säuft dir das Bier weg, ne? Genau. Keiner frisst die Chips auf. Oh, und Bier habe ich noch von Silvester. Steffi, ich hätte jetzt gern ein paar Chips von jemand anderem. Ja, hast du aber nicht. Wie lange warst du auf dem Mittelaltermarkt, Lotte? Ja, nicht mehr so lange. Aber die Dinosaurus-Heavy-Metal-Band war schon lustig, ne? Ich habe das nur mit einem halben Ohr gehört und habe nur gedacht, da gehe ich nicht hin. Du weißt, wir haben uns doch genau da getroffen, wo die gespielt ja, haben. Ja, aber ich bin ja zum Klo gerannt und danach musste ich schnell wieder zurück. Weißt du, und die Julia, die hat da ein paar Fotos aus dem Internet gepostet und hat so getan, als wenn sie auch da gewesen wäre. Welcher Mittelaltermarkt war denn das? In Dortmund. Das war auf jeden Fall voll der Horror, da erstmal einen Parkplatz zu finden. Jo. Ja, den Fehler machen wir nicht mehr. In Bochum gibt's auch einen. Ja, das ist dieser Spektakulum. Der war da auch Spektakulum. Der ist immer mal wieder irgendwie auch in der Nähe von Köln, ist der auch manchmal und so. Ich glaube, letztes Jahr haben wir über eine Stunde da rumgekurvt, bis wir irgendwo auch da erstmal wieder rauskamen, um einen Parkplatz zu suchen. Und dieses Jahr haben wir das ja so gemacht, dass wir da von Lünen aus mit der das waren nur 3 oder 4 Stationen. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, definitiv. So, aber warum, es war... Warum hat die Steffi uns jetzt weggelegt einfach? Die legt uns einfach weg, die sagt nichts, die macht nichts, die legt uns einfach beide Seite. Ja, weil ich mein Passwort hier eingeben muss. Oh, und dann hast du... Wo hast du das hingeschrieben? Hinten auf dem Monitor. Auf die Unterseite des Laptops. So, bist du denn jetzt drin, Steffi? Fragen die dich das auch für Arbeit bei der... Ach, jetzt ist es schon wieder weg. Nee, aber die hört mich bestimmt noch, ne? Jetzt wollte ich schon sagen, fragen sie dich das bei der Arbeit bei der Analanästhesie auch? Was für eine Anästhesie? Oh, mehr, ey.
Der Christian Reuter schreibt, Mittelaltermärkte sind mittlerweile leider total Mainstream geworden. Und genau das Gefühl hatte ich auch, als ich da war. Ich habe gedacht, ey, das, also ist geil, ist groß, ist cool, aber diese ganzen Trinkbuden, die waren ja alle überhaupt nicht mehr mittelaltermäßig. Die Planen cool davor gehängt und so, das fand ich total unstylisch. So, Steffi, bist du da? Ja. Möchtest du nochmal selber auf Reiten würfeln oder hast du schon? Habe ich gerade gemacht. Mit 3 Erfolgen? Da hast du ja Glück gehabt, dass du dich jetzt neu eingeloggt hattest. Bei mir war kein Erfolg. Also, Lena Weißenfels. Nein, du wurde, hast was. Sieht komisch aus, oder? Das sieht komisch aus. Ja, die hat betuckt. Die hat betuckt. Was hast du denn schon wieder gemacht? Du musst dich anklicken auf Hexenwürfel und 3 eingeben. Habe ich gemacht. Kann doch nicht. Ja, sie ist jetzt beim Internet Explorer drin. Ne? Das ist doch wurscht. Gefährlich. So, das ein sieht Erfolg. Besser aus. Da hast du nämlich nur einen Erfolg. Junge gut. Frau, ja, bescheißt ihr mich hier. Aber der Lars kriegt alles mit, ey. Der Lars ist der beste Linienrichter überhaupt. Wie soll ich dich denn bescheißen? Du siehst doch alles, was ich mache. Ja, aber ich war jetzt nicht so clever und hab das gesehen. Da hat der Lars jetzt nur gesehen. Ich bin nicht so schnell. So, ja, und Lena Weißenfels wird auf diese Pferdekutsche katapultiert, hatten wir ja, ne? Was letzte Mal geschah. So, Lena Weißenfels wird auf diese Pferdekutsche katapultiert, reißt die Zügel in die Hand und reißt sie hoch, dass die Pferde anhalten. Eins der Pferde stolpert, knickt um, landet im Dreck, das andere hält auch an und der Wagen schlittert rum und buxiert, wird nah an eine Wand ranbuxiert und wird immer langsamer, Die Wand kommt immer näher und der Wagen wird immer langsamer und dann knallt er da so ganz leicht nur vor und der Ladung ist zum Glück nichts passiert. Ja, das Pferd rappelt sich so langsam wieder auf, wiehert, ist aufgebracht und von hinten kommen 2 Männer angelaufen und ja, macht mal irgendwie Aufmerksamkeitsprobe oder sowas gab's doch. Warum geht meine Mucke denn hier immer aus, ey? Was ist denn das für ein Kacko hier? Mal eine andere Playlist rein. Aufmerksamkeitsprobe? Mhm. Ja, genau. Ist er Fertigkeit. Ja, so, jetzt will ich mal gucken, wie das geht. Genau, probier mal aus, Johann. Musst du einmal deinen Token anklicken, dann auf Hexenwürfel und dann den Wert eingeben, den du bei Aufmerksamkeit oder wie heißt das hast. Johann Gutmund hat Aufmerksamkeit 4 Würfel. So, also was für Hexenwürfel muss ich anklicken? Genau, richtig. Und da gebe ich jetzt eine 4 ein, richtig? Genau. Und bei Janus Würfel eine 0. Ja, boah, ihr habt ja alle richtig viele Erfolge. Würfelt die jetzt nicht alle weg, sonst habt ihr in den Kämpfen nachher keine mehr. Ja, ich hab hoffentlich in den Kämpfen ein paar mehr. Das ist der Ausgleich zum letzten. Das war letzte Woche schon übel. Boah, ich hab da nur Mist gewürfelt. Oh, ist der Henning. Angekommen? Ja, 3 Erfolge hast du. Musst du jetzt oben auf den Reiter-Chat gehen. Und dann siehst du die ganzen Ergebnisse. Das liegt daran, dass ich noch immer nicht gegessen habe, dass ich jetzt noch nicht so aufmerksam bin. Wahrscheinlich. Ist der Henning? Ja, da steht irgendwie gleich 3. Genau, 3 Erfolge. 3 Raben. Ja, sehr gut. Ne, die haben bei Hexen so spezielle Würfel, wo diese Symbole drauf sind. Und wir haben es erst mit Zahlen gespielt. Da musst du so eine Umrechentabelle haben. Das ist unheimlich unübersichtlich und deswegen haben wir es jetzt so gemacht, dass die Bilder hier angezeigt werden. So, und ja, als ihr so da steht und die aufgebrachten Männer euch entgegengerannt kommen, ah, danke, danke, die Pferde sind uns durchgegangen, man hörte ein Klatschen und dann plötzlich sind sie wiehernd durchgegangen, seht ihr, dass eine Kiste runtergefallen ist und da laufen jetzt einige junge Burschen hin, ihr schätzt sie so auf 10 bis 13 Jahre und fangen an, Säcke aus ihren Taschen zu holen und ein weißes Pulver aus den Kisten in die Säcke zu stopfen schnell. Also die beeilen sich, die sind ganz hektisch, nutzen halt die Gelegenheit, wo jetzt alle abgelenkt sind und packen diesen weißen Staub in ihre Säcke und verdünnisieren sich dann. Hey, stehen bleiben! Rennst du hinterher?
Ich renne hinterher. Jo, ihr seht, dass Johann Gudmund plötzlich anfängt zu rennen. Er rennt zu diesen Jungs. Ihr habt das ja alle gesehen, dass sie da sich die Taschen voll machen. Was macht der Rest? Ich wende mich den beiden Männern zu. Ich bin irgendwie noch ganz perplex. Ich guck mir das Pulver an. Also du rennst zu der Kiste, wo die waren. Oder läufst dahin. Und was macht unsere Lena? Lässt sie sich erstmal feiern? Ich stehe ja noch da oben. Ich schaue mich auch, wende mich nach hinten und gucke mir die Ladung auch erstmal an. Ja, also Lena, du siehst, dass halt der Wagen voll ist mit so einem weißen, pulverigen, ja, so als wenn da Mehl oder was verladen wurde und halt durch die... Nee, Werden wir in der heutigen Zeit, würde ich denken, dass das kein Mehl ist. Also, aber kannst ja mal eine Nase nehmen. Würde mal... Also ich bin ja Alchemistin in meiner zweiten Profession. Oh, gut. Ja. Erkenne ich da eigentlich, also ich meine, wie ist die Struktur? Ist es eher so kristallin oder eher so pudrig? Oder? Du beugst dich so runter und gehst so mit den Fingern da durch und guckst, das ist pudrig und das ist Kaolin. Auch genannt weiße Erde. Das wird in Meißen für das Porzellan gebraucht. Ah. Also kein irgendwelches alchemistisches Mysterium. Nee, ist halt so ein geologisches Zeug, ne? Mhm. So ein Steinpulver. Also ist es normal, dass man das so in so riesigen Mengen verschifft, also transportiert oder? Kannst du den ja fragen. Oder ihn darauf ansprechen. Ich meine, wenn das für Porzellanherstellung ist, kann ich mir das schon vorstellen. Aber wer hat denn Interesse daran, sich so einen Sack irgendwie mal schnell damit voll zu stopfen und dann abzuhauen? Ich könnte mir denken, dass die Kinder denken, dass das Mehl ist und das vielleicht auch teuer ist zu dem Zeitpunkt und die das jetzt nach Hause schleppen. Also dass es deshalb geklaut haben. Ja. Ich renne da hinterher. Also ich gucke Lena fragend an, ist das Mehl? Nein. Dann renne ich dem... Porzellanherstellung. Okay, dann renne ich dem Johann hinterher. Ja, dann macht ihr mal einen Wurf auf Athletik. Athletik ist ein Attribut. Ganz oben rechts. Athletik 3. Muss ich dann Hexenwürfel machen? Ja, genau. 3 Hexenwürfel. Hexenwürfel auf 3. Und Januswürfel? Nimmst du mal einen. Okay. Und die Jule würfelt bitte 2 Januswürfel nach. Ihr rennt hinter den Kindern her und ihr haltet den Abstand, aber ihr kommt nicht wirklich nah ran, also näher ran. Die sind schnell, die sind geschwind, die wissen genau, wo die lang müssen. Die haben ein bisschen Vorsprung und die gucken immer über die Schulter und versuchen, durch irgendwelche Gassen euch zu entwischen. Macht noch. Wir sind dran und verlieren sie nicht aus dem Auge. Momentan nicht, nee. Macht nochmal einen Wurf auf Hexen, auf Athletik. Noch. Athletik. Ja. Mit oder ohne Januswürfel? Wieder mit Januswürfel. Beide aber nur ein. Ja, wo steht... Ach ja, 3. 3. Was war jetzt Janus? Ein Janus. Okay. Ja, dem guten Johann Gudmund geht so langsam die Puste aus. Der steht da mit seinem dicken Küras und seiner Lanze, auf die er sich stützt.
und denkt sich nächstes Mal vielleicht ein bisschen weniger rauchen. Und Luise von Carmen überholt ihn von hinten. Die ist ja auch noch ein paar Jahre jünger und ein bisschen sportlicher und kriegt einen der Burschen am Kragen zu packen. Bleib gefällig stehen. Lass mich los, lass mich sofort los. Ich habe gar nichts getan. Was wollt ihr denn mit dem Zeug? Welches Zeug? Lasst mich los. Ihr habt euch doch da Pulver eingepackt. Er tritt dir vors Schienbein. Ich pack mir den. Trittst du mich noch einmal, mein Freund? Dann gibt's was ins Gesicht. Er guckt dich an, hält kurz inne, tritt dir nochmal vors Schienbein. Ich hau meine rein. Okay. Nee. Ich pack den so am Schlawittchen so. Ich halte den so fest und sag. Du kommst erstmal zu Atem da hinten. Ganz außer Atem kommt Johann Gutmund halt an und stolpert heran. Ja, du willst ihm eine Ohrfeige geben oder war das? Eine Ohrfeige, ja. Ja, du gibst ihm eine Ohrschelle und. Autsch! Ich wollte da nur. Wir müssen doch irgendwie über die Runden kommen. Ja, und was willst du mit dem Zeug, mein Freund? Weißt du überhaupt, was ihr da geklaut habt? Ja, natürlich weiß ich das. Wir verkaufen es. An wen verkauft ihr das? Das sag ich nicht. Ich nehme ihn so ein bisschen in den Mangel. An wen verkauft ihr das? Das sag ich nicht. Ich drücke ein bisschen fester zu. Ja, du drückst ihm die Gurgel ab, oder was? Ja, so ein bisschen im Schwitzkasten. Herbert, wir verkaufen es an Herbert. Welchen Herbert? Ich weiß seinen Nachnamen nicht. Wo ist Herbert? Wo wohnt Herbert? Mein Freund Herbert. Ach, nein, sag's nicht. Ich musste noch dran denken. Ich und mein Freund Herbert. Geil. Ach, unglaublich. Gott, die Bände halt. Großartig. Das darf ich nicht sagen, wo der lebt. Du sagst das, oder ich hau dir eine rein, mein Freund. Das wagst du nicht. Ich hol meinen großen Bruder, ich sag's dir. Der interessiert mich nicht, dein großer Bruder. Du sagst das jetzt sofort. Ich sag's nicht nochmal, mein Freund. Ich kann auch noch fester zudrücken. Und ich kann dir eine reinhauen. Ja, gut. Gut, lass mich los, ich bring euch zu Herbert. Gut. Ist sie los? Halb. Was heißt halb? Dass du lockerst den Griff. Genau. Julia, kannst du einmal Kamera an- und ausmachen? Du bist total verzögert irgendwie bei mir. Das irritiert mich total. Wenn ich gerade wüsste, wie. Ich glaube, da ist so ein Button, ne, den man drücken kann. Ne? Hm. Du musst. Ah ja. So, sag mal was. Besser? Ja, besser, viel besser. So, und er geht halt so ein paar Schritte vor. Und führt euch dann in dunklere Gassen. Hast du ihn hinten noch am Kragen oder wie machst du das? Oder am Handgelenk. Also ja. Nur wir beide sind ja jetzt mit dem. Nur ihr beide, ja. Was macht der Rest? Ihr steht da am Wagen und eure Freunde sind plötzlich wie die Geisteskranken hinter dem Jungen hergerannt. Und führen ihn jetzt da gerade ab. Ja, du hattest doch. Will mal gucken, wem das gehört. Also wer. Ach so, ja, die Männer kommen ja da an. Ja. Den gehe ich ja entgegen. Oh. Genau. Ja, die sind jetzt da am Wagen halt schon, ne? Die kamen ja im Prinzip angerannt, als die anderen beiden schon an euch vorbeigerannt sind. Die Kutscher, die den genau. Wagen. Hey, ihr da. Ihr Herren, danke, habt Dank, dass ihr die Karren angehalten habt. Die Pferde sind durchgegangen, diese Kinder, das ist diese Woche schon das dritte Mal passiert.
Die bewerfen, sie haben Schleudern oder irgendwas und schießen ja auf die Pferde. Und die gehen dann durch. Sieht die Ladung aus? Die klauen uns die weiße Erde. Diese verdammten Belger. Das hätte ins Auge gehen können. Bitte? Die haben sich da so ein paar Hände voll in die Taschen gestopft. Damit kann man doch kein Geld verdienen können. Ja, also, weil eure Freunde sie fortgejagt haben wahrscheinlich. Normalerweise... Ach, sonst lassen sie mehr mitgehen, oder oft wie? Knallt der ganze Wagen gegen die Wand mit den Pferden und dann können wir gucken, wie wir unsere Waren wieder eingesammelt kriegen. Das ist jetzt relativ glimpflich abgelaufen, weil ihr, edle Dame, die Pferde angehalten habt. Das ist euch sicher ein gutes Essen und eine Unterkunft im Silberengel für unsere... Oh, aber natürlich, ja, entschuldigt meine Unbedachtheit. Er holt halt seinen Geldbeutel raus und kramt da drin rum und gibt euch 10 Gulden. Hier, dafür bekommt ihr normalerweise ein gutes Essen oder vielleicht auch ein Huhn, wenn ihr möchtet. Wäre das denn nicht vielleicht irgendwie, wenn ihr merkt, dass das häufiger passiert, dass ihr schneller irgendwie die Pferde von dem Karren löst, dass wenn ihr an der gewissen Stelle seid, wo ihr euch da niederlasst, oder wie passiert das auf dem Weg? Ja, oder? Wir müssen uns auf jeden Fall Gedanken machen, wie wir das jetzt weiter handhaben. Es ist ja erst seit dieser Woche. Weil das ist ja gemeingefährlich. Wir hatten ja Glück, dass nicht noch mehr passiert ist. Das könnt ihr wohl laut sagen, aber vielleicht finden eure Freunde ja diese Burschen, dann können wir sie dem Landvogt übergeben. Wer kauft das Zeug denn? Was kann man denn noch damit anstellen, außer Porzellan? Keine Ahnung, wir verkaufen es nach Meißen zur Porzellanherstellung. Ich weiß nicht, wer das Zeug noch braucht. Weiß ich sowas, wofür man sowas noch benutzen kann? Also normalerweise... Warte mal, kann man noch irgendwas würfeln, oder? Wissensgebiete vielleicht. Genau, das hört sich gut an. Oh, warte, da bin ich viel. Da bin ich viel. Wissensgebiete, da bin ich viel. Da ja, bin da ich viel, ich da kennt man mich. Da bin ich viel, darf ich darauf würfeln? Ja. Da kennt man mir. Da kennt man uns. Mich und mein Freund Herbert. Oh, da hat sie ja irre viel. Ach nee, Lena Weißenstein war mit 2. Aber guck mal, es geht schon wieder los, hä? Ist da irgendwas die falsch? Die weiß an zwar verdammt viel, kann doch nicht sein. Aber die weiß nichts über Geologie. Ist da irgendwas falsch an meinem Charakter? Nee, da ist überhaupt nichts falsch. Du hast 5 Würfel gewürfelt und einer war nur ein Esprit-Stern. Das passiert schon aber mal. Aber ich hab nie einen guten Wurf. Ja, das gehabt. Ist einfach Glück in der Liebe, Pech im Spiel. Scheiße. Ey, mein Freund ist gerade nicht hier. Ich ja, finde, ich habe gerade Pech. Ruf den an, mach Schluss und was meinst du, was dann die Würfel kommt? Nein. Ich finde, diese Distanz jetzt, das ist schon Pech. Ja? Ja. Ja, gut. So. Ja, Mist. Mach dir. Ich weiß nichts. Nö, weißt du nichts. Wird halt ja, für Porzellan. Ich will jemanden fragen. Wo können wir euch denn finden, falls unsere Freunde herausfinden? Wir werden wahrscheinlich heute Abend auch im Silberengel unterkommen. Wir wollten ja eigentlich jetzt weiter nach Meißen reisen, aber das hat sich wohl erstmal erledigt. Jetzt müssen wir erstmal wieder den Karren reparieren. Das wird bis morgen Mittag mit Sicherheit dauern. Bei mir auch. Ich sagte, wir werden heute Abend im Silberengel unterkommen. Geht's jetzt besser? Und abgehakt. An der gleichen Stelle wieder. Ja. Genau. Silberengel hast du nicht verstanden. Wir werden heute Abend im Silberengel unterkommen. Ah. Das habe ich nicht verstanden. Denn das, jetzt werden wir uns erstmal wieder darum kümmern müssen, dass unser Wagen repariert wird. Gut. Und das bedeutet, dass wir... So, nein, aber wir werden dort... der Christian Reuter sagt, hier ist der Ton einwandfrei. Ihr Zuschauer, Christian, ihr geht mir natürlich auch vor.
Ne? Das ist ja nun mal ganz normal, dass ihr einen guten Sound kriegt. Was hier mit meinen Spielern ist, das ist völlig wurscht. Ne? Aber ich gehört das Channel ja auch. Genau, dir, Christian, gehört ja auch der Channel. Ne? Das, du musst auch einen guten Ton haben. So. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, wir werden im Silberengel unterkommen und dann wahrscheinlich morgen oder morgen Mittag nach Meißen weitergehen. Wieder abgehackt? Wieder nach Silberengel, das ist wahrscheinlich ein Schlagwort. Gibt's doch gar nicht, ey. Ja, wir gehen auch in Silberengel, bis dann. Jo. Jetzt irritiert ihr mich hier. Ist es jetzt besser? Ja. Weiß ich nicht, sag nochmal das mit dem Silberengel. Wir gehen heute Abend in den Silberengel und werden dort unterkommen. Wieder? Ja. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt verarscht du uns aber, oder? Ich verarsche euch nicht. Ihr verarscht mich. Alles andere kommt sauber durch, oder was? Ja, da muss ich mal eben gucken. Warte mal. 1, 2, 1, 2, check, jetzt check. Jetzt hast du gemutet. So, der Silberengel, der macht mir alles kaputt. Geht's jetzt besser? Mhm. Ja? Okay. Vielleicht nur irgendwie ein Kacko. Sagt mir Bescheid, falls gleich wieder was abspackt. Ja, und ihr kommt mit dem, ihr seid mit dem Jungen unterwegs, ne? Genau. Den treibt ihr vor euch vor. Und er sagt, wir müssen hier rechts die Gasse entlang. Und ihr kommt in so eine enge, dunkle Gasse, die so hoch ist, dass das Licht der Sonne kaum dort hineinkommt. Ich raune meiner Kollegin, wie heißt sie noch? Luise. Die Luise, ob das eine Falle ist? Ich bin mir auch nicht sicher. Aber laufen lassen können wir ihn nicht. Nein, wir müssen aber auf der Hut sein. Es könnte eine Falle sein. Ja, er läuft mit euch ein paar Treppenstufen hinunter und kommt an eine Holztür. Dort bleibt er stehen und sagt, hier wohnt er. Heribert Schachal. Klopfen wir doch mal an. Ihr klopft an. Ihr wartet. Eine Minute, aber es passiert nichts. Vielleicht ist er nicht zu Hause. Vielleicht könnten wir den Burschen auch einfach an die Obrigkeit übergeben und markieren uns hier diese Tür mit einem Fragezeichen. Ja, wir müssen ja jetzt... Bitte drei. Luise, mach mal einen Wurf auf Sinnesschärfe. Wer jetzt von uns? Luise. Ja. Ich nehme dem Jungen natürlich erstmal seine Hehlerware. Die muss er dann der Besitzer zurückkriegen. Ja, du nimmst ihm die Hehlerware ab. Mit oder ohne Januswürfel? Ohne Januswürfel. Und du bemerkst, wie der Junge gerade sich zu dir umdreht und dir ins Handgelenk beißen will. Ich drehe ihm das Handgelenk auf den Rücken. Ja, schmerzverzerrt schreit er auf und sinkt auf seine Knie hinab. Jetzt ist die Lotte weg. Aber das ist lustig, ihr kommt alle wieder an die richtige Position. Das ist vielleicht der Vorteil von Discord. Ja. Wir sehen dich nicht, Lotte. Ja. Heute ist ja Wurm Moment. Drin, ne? Aber das, weil wir Discord benutzen heute. Benutzt ihr denn sonst was anderes? Sonst Skype, aber dafür sind wir jetzt so viele. Da kannst du nur 4 Leute auf dem Bildschirm sehen, das ist das doofe. Ich sehe auch nur 4. Hä? Ich sehe alle. Ich sehe alle. Ich auch. Ich sehe Henning auch nicht. Ich sehe dich nicht, Micha. Aber hast du mich gerade gesehen? Ja, eben waren alle da, aber jetzt sehe ich nur uns 4 Spieler. Du siehst mich nicht? Genau, dich sehe ich nicht und dich nicht, Micha. Ja, kann ich auch nichts dran ändern, ich bin da. Sonst geh doch mal raus und komm neu rein. Also du kamst aber automatisch an die richtige die Stelle. Nicht, denn die anderen sehen ihr ja. Nicht? Ja. Nee. Dann geh doch mal raus und geh noch rein.
wie gehe ich denn raus und rein? Ja, frag mich jetzt mal, wie das geht mit dem Raus und Rein, ne? Ne, das ist ja auch nicht so schlimm. Wenn sonst alles läuft, dann lassen wir das lieber so. Gut, okay. Was hast du voll einen epischen Hall in deinem Ton, Lotte? Ich? Ja, du hast jetzt einen Hall drin, ja. Oh, ja, ihr halt auch. Die Technik. Immer noch? Ne, jetzt ist gut. Nein. Hast du Headset ein- und ausgestöpselt oder was? Ja. Keine Ahnung. Jetzt ist wieder da. Ich weiß nicht. Nee. Ist da? Nee. Soll ich vielleicht lassen? Ja, hattest du gerade keins drin. Doch? Na, mach mal raus. Nee, jetzt ist draußen. Hallo, one, two, sag mal was. Hallo, hallo. Nee, ist besser. Ja, ist so auch leicht. Mal, hört man's noch? Nee, man hört's noch. Ja, dann geh noch mal einmal raus und wieder rein. Also Anruf verlassen, richtig? Jo. Ich mach mal eine Biopause. Ich bin gleich wieder mach da. Mal eine Biopause. Oder wir müssen mit dem Hall in so eine Dimensionswelt switchen. Jetzt haltest du auch. Steh du auf. Alle. Micha, was hast du denn wieder eingestellt? Ich hab gar nichts eingestellt. Hall ich auch bei euch? Ich hab irgendwie ein Portal benutzt. Guten Tag. Nee, oder hat der Henning irgendwie die Boxen lauter gemacht oder so? Das ist wieder sein Erpresser-Mode. Was ist denn Sache? Wir sind hier in einer riesigen Halle. Ist der Hall jetzt immer noch da? Ist das mein Mikro? Was? 3 Millionen Euro. War das denn eben jetzt, als ich rausgegangen bin, auch noch so? Nein. Bei uns allen. Ist der Hall jetzt weg? Ja, ich glaube ja. Und jetzt? Hallo, hallo, ich sag mal. Hallo. Jetzt ist wieder da. Ja. Hallo. Das ist, glaube ich. Und jetzt? Ist er da? Echo. Kennt ihr noch dieses Froschklavier? Ne, aus den 80ern, wo immer so die Froschmäule aufgeht? Ne. Gesehen habe ich es mal, aber habe ich nicht. Was? Ja, weg. Hier wird gesagt, ich bin der Einzige, der nicht halt, aber das hängt damit zusammen, dass ihr nur mein Mikrofon hört und nicht den Chat von den anderen. Also ihr hört halt meinen direkten Sound und deswegen. So, aber der Henning hat doch gar keine Kopfhörer dran gehabt, ne? Nee. Okay. Gut, aber Boxen hat keiner lauter gemacht oder so, ne? Nee. Nope. Nee, egal. Jetzt höre ich gerade auch keinen Hall mehr. Nee. Ne, ich auch nicht. Okay. So, ihr wolltet jetzt in den Silberengel, glaube ich, ne? Ne, Quatsch. Du hattest den Junge da auf dem Rücken gedreht, genau. Drei Fragezeichen auf die Tür. Genau. Also ich nehme ein Stück Kreide, hau da so ein Fragezeichen hin. Ja. Du könntest Seife nehmen. Rot, weiß und blau. Also du machst eine Markierung an die Tür. Genau. Wende mich dann Johann zu. Ich glaube, mit dem Burschen werden wir so nicht fertig. Den müssen übergeben. Der Stadtwache. Ja. Müssen wir ja, sowieso, weil seine Freunde ja noch unterwegs sind mit der Hederware oder was auch immer. Ja, ihr lauft mit ihm die Gassen zurück und kommt dann halt an einer Stadtwache vorbei oder an ja, Söldnern, die da halt diese Aufgabe gerade übernehmen und die gucken euch fragend an, als sie mit dem Burschen auf sie zukommt. Ja, hier diesen Bengel haben wir aufgegriffen. Er hat etwas von dieser Kutsche geklaut. Dieses hier, die Hehlerware. Okay. Und wir wollen ihn gerne in eure Obhut geben, den Dieb. Ja, gut, wir werden uns der Sache annehmen. Wie sind eure Namen? Luise von Kamen. Wo können wir euch finden, wohl, wenn wir noch Fragen haben? Wir werden wohl im Silberengel unterkommen heute Nacht. Falls es noch Fragen sind. Okay. Ja, wir werden den Junge mal zum Vogt bringen. Und dann schauen wir weiter. Was ist mit der Hederware? Sollen wir das den Eigentümern zurückgeben oder möchten sie sich drum kümmern? Ja, dann geben sie es uns mit, damit wir auch was in der Hand haben.
Alles klar. Dann gebe ich ihm dann diesen Sack da. Ja. Und er packt den halt so in eine Tasche und dann führen die den Jungen halt ab und gehen halt weiter in die Stadt hinein. So, ihr kommt zurück und seht eure Gefährten an dem Wagen stehen. Wo seid ihr? Ja, wir haben den Bengel erwischt. Der wollte uns zu dem Hehler bringen, der das Zeug verkaufen will, aber bei der Tür, wir haben geklopft. Niemand da. Aber wir haben die Tür markiert. Können wir vielleicht später nochmal zurückgehen. Ein gewisser Herbert, wie wir erfahren haben. Ah. Herbert. Ob das wohl die Wahrheit ist? Ja, wir haben den Jungen jetzt der Stadtwache übergeben. Habt ihr denn noch was rausbekommen hier? Das passiert erst seit einer Woche oder so. Aber es ist schon mal vorgekommen? Ja. Circa das dritte Mal diese Woche. Aber was macht man denn damit? Naja, das wird Porzellan daraus hergestellt. Aber da... Was macht denn ein Einzelabnehmer damit? Wahrscheinlich auch weiterverkaufen. Töpferhobby? Ich brauche kein Porzellan. Schöne Weinflasche ist mir lieber. Da schließe ich mich doch an. Dann lass uns doch jetzt mal in die Kneipe gehen. Richtig. Das ist eine ganz schön große Stadt hier, Hals. Bist du? Jetzt ist das Himmelszelt. Ja. Auch in die auf den Weg. Kneipe. Das Bier wartet, das Essen wartet. Ja. Magen. Und so passiert ihr den Marktplatz und geht weiter zum Silberengel, um dort ein warmes Mittagessen und ein Zimmer zu ordern. Und ihr kommt auch hinein, ihr findet die Gaststätte und ihr tretet in einen Schankraum. Der Schankraum des Silberengels erstreckt sich über zwei Stockwerke. Auf halber Höhe befindet sich eine aus Holz konstruierte Empore, erreichbar über eine Wendeltreppe. Dort oben können die Besucher an kleinen Tischen sitzen und man hat einen guten Überblick über die Halle. Unten gibt es eine Reihe langer, schwerer Tische mit einfachen Bänken. Durch eine Tür gelangt man in einem Korridor und von dort aus über eine Treppe ins Obergeschoss, wo sich die Gästezimmer befinden. Ja, also ihr tretet halt in diesen großen Schankraum ein und der Wirt putzt da gerade irgendwelche Becher aus und nickt euch freundlich zu, als ihr hineinkommt. Es sind zwei oder drei andere Bürger in der Stube. Oben auf dieser Empore sitzen vier Reisende, die da gerade ihr Mittagessen zu sich nehmen. Es riecht hervorragend nach Sauerbraten, Rotkohl und Klößen. Sauerbraten nach drei Pferdeunfällen die Woche. Das kann kein Zufall sein. Hast du jemals schon irgendwas anderes gegessen? Ich glaube. Ich hätte gern was zu essen. Eine Portion von dem Mittagsmenü, bitte. Mach fünf raus und ich hau ihm 10 Gulden auf den Tisch. Oh. Und was Ordentliches zu trinken. Ja. Und was Ordentliches zu trinken. Das werde ich euch direkt fertig machen. Wollt ihr hier unten Platz nehmen oder oben auf der Empore? Was empfehlen Sie uns denn? Ja, je nachdem. Wenn ihr Höhenangst habt, dann bleibt lieber hier unten, wenn ihr einen guten Überblick haben möchtet und das etwas gehobene Klientel vertretet, dann könnt ihr euch das auch da oben sehr gemütlich machen. Also, das würde ich sagen. Oben, ich denke auch. Man sagt zwar ab und an, dass wir nicht ganz so mutige Gesellen sind, aber ich würde sagen, wir gehen nach oben. Ja, bin ich auch dafür. Zimmer für die Nacht haben wir schon? Nee, die wollen wir auch bestellen. Ihr braucht auch ein Zimmer für die Nacht? Ja. Ja, das ist kein Problem. Wie viele? Die Herren zusammen? Die Damen zusammen? Ja. Oder ja. Was habt ihr denn frei?
Ich habe, momentan ist nicht so viel los in der Stadt. Ich habe genug Zimmer frei. Sie könnten auch, könntet auch alle ein Einzelzimmer bekommen. Nein, machen wir Herren und Damen. Ja. Okay, kramt so unter dem Tisch und gibt euch zwei so große metallene Schlüssel in die Hand. Da ist halt so ein, für jedes Zimmer. So ein Block dran und da steht halt so eine Zahl draufgeschrieben. Gut, ab Dank. Zu den Gästezimmern geht's hier durch diesen Korridor, da ist eine Treppe nach oben ins zweite Obergeschoss und ja, da findet ihr die Zimmer. Und wo befinden sich die Waschstätten? Die sind draußen im Hof. Badehaus auch? Bitte? Gibt es auch ein extra Badehaus in der Stadt? Ja, ich habe hier hinten ist ein Anbau vor dem Garten, wo es zum stillen Örtchen geht. Und da stehen einige Waschzuber. Da könnt ihr euch waschen und heißes Wasser zubereiten. Okay, gut. Also mit heißem Wasser schon. Ja, ihr müsst aber den Ofen anheizen. Oder ich sage halt meiner Frau Tilda Bescheid, dass die das eben macht. Ein bisschen frisch machen vor dem Essen fände ich schon gut. Und wir können uns mal die Zimmer anschauen und dann überlegen, wer welches Zimmer nimmt oder so. Ich schaue mir den Ofen an. Ja, du gehst in die hintere Stube und siehst dort den Ofen, der aber gerade nicht beheizt wird, aber da steht alles rum, um den Ofen halt anzuheizen. Mache ich. Und du machst das Holz fertig. Du nimmst so ein bisschen Papier, um den anzuzünden und Späne und schlägst dann da deine Funken, um das Holz zu entzünden. Und nach 10 Minuten brennt der Ofen auch. Und du siehst halt, dass man da halt dann das Wasser drauf erwärmen kann. Ja, was macht der Rest? Irgendjemand sagte gerade Zimmer angucken. Ja, ich würde mir gerne die Zimmer einfach mal anschauen. Also kann man überlegen, wer welche Gruppe in welches Zimmer geht. Ja, der kommt halt hoch. Da sind zwei Zimmer mit jeweils drei Betten. Die sind identisch aufgebaut. Und ja, da gibt es eigentlich nicht. Also ist jetzt... sind nur Zimmer mit Betten und ein kleines Schränkchen daneben und so einen großen Schrank, wo man halt seine Kleidung unterbringen kann. Ja, das ist doch wunderbar. Die Zimmer sind doch hervorragend. Ja. Wollt ihr da irgendetwas positionieren oder wollt ihr alles mitschleppen? Ich meine, wir können ja schon mal unser Gepäck in den Zimmern lassen, also was wir dabei haben und so weiter. Und dann in den Schankraum gehen und aufs Essen warten. Das wäre mein Vorschlag. Ja, wollt ihr die Waffen da lassen oder nehmt ihr die mit runter? Ja, meine Pistole ist ja sowieso immer in meinem Bund. Ja, Steffi. Unter meinem Wams. Steffi, was ist mit dir? Waffen? Ich trage meine ja auch am Körper. Ja, meine Waffen nehmen wir auch mit. Aber so die übrige Krempel, den kann man ja dann... Aber rennst du mit deiner Lanze jetzt im Schankraum rum? Also ich würde eine Pistole mitnehmen und ich habe einen kleinen Dolch, den trage ich im Körper. Genau, aber die große Lanze bleibt natürlich oben, aber eben so Dolch und Pistole, sowas, was man dabei hat. Gut, okay. Und der Lars ist ja da unten am Zündeln. Ja, und so... Dann schließen wir natürlich die Zimmer wieder ab. Ja, mit dem dicken Schlüssel. Genau, mit dem dicken Schlüssel schließt ihr die Zimmer wieder ab und geht danach hinunter in den Schankraum. Und plötzlich kommt ihr runter und ihr merkt, dass die Luft geschwängert ist von Wasserdampf. Und der Wasserdampf kommt von einem Raum hinter dem Schankraum. Und ihr geht da rein und ihr seht, wie Gustavo hat seine Platte abgelegt und hat die Ärmel hochgekrempelt. Und er sieht aus wie ein ausgebildeter Bademeister, der da genau weiß, was er tut. Er hat so ein bisschen Ruß im Gesicht vom Anheizen des Ofens. Er schleppt da die Wasserzuber hin und her und macht das Wasser heiß und ist voll in seinem Element. Und als ihr gerade reinkommt, seht ihr auch, dass er gerade an so einer Fiole riecht. Sagt er sich und schüttet so ein bisschen duftendes Öl in einen der Badezuber und nimmt so ein paar Rosenblätter und streut da so drüber.
Ja. Entschuldige meine kreative Freiheit, Gustavo. Alles gut. Meersalz muss natürlich rein als Portugiesisch. Und Pinien. Pinien. Das ist ja großartig, was Sie da vorbereiten. Ja, vielen Dank. So. Soll ich kurz in der Küche fragen, ob sie ein bisschen Salz haben? Und Milch. Genau, Kleopatra Milch. Steht da und schreit, Milch, wir brauchen Milch. Jesus-Milch, ja. Verdammt. Ja, wo und es so? Doch schon Sauerbraten gibt, vielleicht gab es vorher auch noch ein bisschen Pferdemilch. Ich werf Gustavo noch eine von den Seifen zu. Ja, wunderbar. Kernseife. Ja. Und so warten die schönen Badezuber auf euch. Springt ihr da erstmal rein? Jo. Ja. Dass man sich etwas frisch machen kann. Gebietet sich die Höflichkeit, dass ihr nacheinander baden geht? Erst die Damen, dann die Herren? Oder ist euch das wurscht? Ladies first, würde ich sagen. Wir sind ja, wie groß sind denn diese Zuber? Da kann man auch zu mehreren reingehen. Ach so, ja genau. Das ist so ein riesen Zuber. Das ist pragmatisch, das passt. So ein riesen Zuber, das ist gut für die Einschaltquoten. Ich habe im Krieg schon alles gesehen. Mich kann nichts erschüttern. Ich hoffe euch auch nicht und dann ziehe ich mich aus und hüpfe rein. Ja. Ich weiß nicht, als Priesterin, glaube ich, muss ich da warten. Aber wollten wir nicht die Frauen und Männer getrennt machen, oder? Ja, Gustavo sitzt jetzt mit seinem knackigen spanischen Hintern in dem Badezimmer. Portugiese. Ach, egal. Ich werf die Brocken auch zur Seite. Und spring hinterher. Wenn der portugiesische Hintern da schon drin sitzt, denkt sich die Luise, dann springe ich mal hinterher. Okay. Der Johann? Ja, der schließt sich auch an. Ja, der Johann kriegt da gar nichts. Der haut sich auch aus der Pelle und geht da rein. Und der mit Lena. Also wir sind ja 1700 irgendwann, ich weiß ja nicht. Also ja gut, wenn alle sich ausziehen, dann ziehe ich mich auch aus und springe da rein. So. Ich ja. nicht. Und ich wasche mir die Hände. Wartet, sie wäscht sich die Hände und wartet, bis alle anderen wieder rauskommen. So. Und lasst ihr die Seife kreisen. Lasst sie vielleicht auch mal fallen. Ich dachte schon, wir müssten danach tasten unter Wasser. Mit Sicherheit. Mach mal eine Probe auf Sinnesschärfe. Ob du da wirklich Seife in der Hand hast. So. Musst du hier bald so einen freigegeben ab? Ab 18. Ja. 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 Wieso, nur weil ihr zusammen im Badezuber hockt? Ich dachte, wenn das jetzt ausgeführt wird, was ertastet wird. Das ist ja jetzt nicht unanständig. Nein. Man wäscht sich ja nur. Natürlich. Wenn man da einmal im halben Jahr zu kommt, muss man das genießen. So. Also ich. Wasch mir auch die Hände und geh wieder rein. Ich möchte da gar nicht mehr baden. Wollen wir das auch gar nicht weiter ausschmücken. Es ist sehr lustig, es ist sehr feuchtfröhlich. Ihr planscht und macht das ganze Badezimmer da nass. Und irgendwann seid ihr sauber und kommt auch raus und trocknet euch halt ab und macht euch fertig, um wieder in die gute Stube zu gehen. Ach, ich fühle mich herrlich erfrischt. Diese Öle, diese duftenden Öle, wunderbar. Das war bitter nötig. Ja. Herrlich. Du hast was verpasst, sage ich zu der Priesterin. Ach. Ja, das nächste Mal vielleicht. So, mittlerweile ist es Nachmittag geworden. Es ist so 4 Uhr ungefähr. Und ihr tretet in den Schankraum ein. Da ist jetzt mittlerweile ein wenig mehr los. Und einige Leute sind da noch, viele essen jetzt mittlerweile ihren Sauerbraten. Und ja, ihr könnt euch dazugesellen, ihr könnt euer Essen bestellen, wie ihr möchtet. Der Wirt guckt euch an. Oh, ihr seid ja wieder sauber. Ihr seht ja wieder aus wie richtige Menschen. Also, ja, was können wir euch bringen? Tiere müssen draußen bleiben, junge Frau. Wir dürfen hier nicht mit rein. Also, was darf sein, die Herren oder Damen? Fangen wir mit den Damen an.
Er guckt dich an, Luise. Ja, ihr Menü von heute. Menü von heute. Ja, also den Sauerbraten. Was genau. Darfst du trinken sein? Ein Bier. Ein Bier. Kommt sofort. Was darf ich Ihnen bringen, werte Priesterin? Das Gleiche, bitte. Auch einmal das Gleiche. Und Sie, Rabendame? Sauerbraten und Wein. Hört sich gut an. Und die beiden Herren? Sauerbraten. Sauerbraten. Sauerbraten hört sich gut an. Der geht. Den gibt's so oft hier. Der geht immer gut. Ich habe das Rezept von einem Jagdschloss weiter im Süden. Hat der Fleischer mitgebracht von seinem Bruder irgendwie, ich weiß auch nicht. Ollen Jupp. Der kennt den Ollen Jupp? Klar. Wobei in jeder Stadt gibt es ja einen Ollen Jupp, aber das ist ein anderes Thema. Ja, er geht dann von dannen und holt die Sachen und macht die fertig und nach einer Viertelstunde, halbe Stunde kommt er wieder und bringt euch euer Essen. Stellt es hin. So duftet gut und der Wein und das Bier schmecken ganz mild und lecker, bitter, aber nicht zu bitter und sehr gut. Na endlich. Ich habe auch einen Wahnsinnshunger, muss ich das sagen. Das riecht fantastisch. Und so nehmt ihr euer Mahl zu euch. Genau. Habt ihr an diesem Tag noch irgendetwas vor? Wie wäre es, wenn wir uns noch mal diese Tür anschauen, die wir markiert haben, wo dieser Hehler... Ja. Was haltet ihr davon? Ist das etwas, womit wir uns jetzt hier beschäftigen sollten? Also ich meine, ihr habt den doch an die Garde hier übergeben. Inwieweit mischen wir uns da jetzt ein? Die Neugier, werte Priesterin, die Neugier. Ich würde gerne wissen, ob dort wirklich ein Herbert wohnt. Also es ist einfach meine persönliche Neugier. Okay. Also vielleicht können wir uns mit einem... Dass du heute Nacht dieses Ding abschlachten, was da auf diesem Platz lagert. Ja, das sowieso. Sollten wir auch nicht aus den Augen verlieren, ja. Das haben wir nämlich, jetzt wurde mir schön abgelenkt mit diesem Pferdeüberfall und dann vergessen wir das und dann, ja. Wir sind ja deswegen gut. Ich lasse mir einen Zettel und einen Stift vom Wirt geben. To-Do-Liste? Ihr könnt schreiben. Ich mal so ein Schwarzalm und... Nein, ihr könnt ja alle lesen und schreiben, alles gut. Ja, er bringt dir einen Zettel und einen Stift. Ja, danke schön. Also kein Stift, sondern eine Feder. Ja, genau. Oder vielleicht, ein Kohlestück. Vielleicht können wir uns halt ein paar Gulden dazu verdienen, wenn wir der Stadtwache auch noch den Käufer liefern. Ja, ich bin sofort wieder da. Alles klar. So, ja, und dann? Kann man mit Land und Leute rausfinden, ob es wirklich einen Hehler in der Stadt gibt, der Herbert heißt? Willst du dich da... Also, du weißt es nicht. Du könntest dich umhören. Ja, das meine ich ja, dass ich mich so den mal an den Tisch setze. Das kannst du machen. Quatsch. Kannst du mal drauf würfeln. Okay. Moment, zu wem an den Tisch? Zu den anderen Gästen. Ach so, irgendwelche, die da so... Einheimisch schon mal hin und ja, was macht ihr denn hier? Und ja, Bier schmeckt ja gut heute Abend und solche Sachen. Ja, was, ein Erfolg. Was wird jetzt gewürfelt? Land und Leute. Ja, du sitzt... Ja, ob die auf einen antworten oder ob die einen ablehnen oder... ja, auch ob der die richtige Information hat. Genau. Ah, okay. So, du setzt dich dazu und redest mit ihnen. Das sind zwei junge Burschen, Ende 20, die da ein Würfelspiel zusammen
spielen und der eine freut sich gerade tierisch und lacht und schlägt sich auf die Schenkel und sagt, Kniffel, ich hab einen Kniffel, da musst du erstmal schlagen, mein Freund. Und wer seid ihr denn? Wo kommt ihr her? Seid ihr einer dieser Jäger? Ja, genau. Ey, ich hab lange keinen mehr gesehen hier in Aue. Ja. Was führt euch hierher? Gibt's hier eine Hexe? Vielleicht. Die sind clever und tarnen sich gut. Aber momentan suchen wir jemanden, der Herbert heißt. Er soll ein Hehler sein. Herbert? Herbert, nie gehört. Geselle. Nie gehört? Weißt du nicht, dieser eine Typ, heißt der nicht Herbert, der mal da mit deiner Mutter unterwegs war? Du meinst den Schachal? Ja, der Schachal, der heißt doch Heribert, oder nicht? Ja, das stimmt in der Tat. Aber was wollt ihr von? Warum sucht ihr den Mann? Ja, man sagt, er kann Sachen besorgen. Ja, das stimmt. Das kann Heribert sein. Der kommt immer an alles dran. Fällt alles vom Wagen, sagt er immer. Ja. Wie so oft. Ja, ihr wisst nicht rein zufällig, in welcher Gasse er sein Haus hat. Doch. Und winkt dem Wirt drüber. Drei. Oh, ja, der Wirt bringt drei Bier an und stellt die vor euch hin und er sagt, oh, großzügig, auf euer Wohl. Wie ist überhaupt euer Name? Gustavo. Gustavo, auf euer Wohl, Gustavo. Die klatschen mit dem Bierbecher aneinander und nehmen einen großen Schluck. Also dieser Heribert Schachal, der wohnt doch in der Mondgasse, oder nicht? Ja, ich meine auch, dass ich ihn da das letzte Mal gesehen habe oder deine Mutter hat da irgendwie sowas erzählt. Ja, ja, ich bin mir da ziemlich sicher. Ich meine Nummer 23. Alles klar. Dann noch viel Glück bei eurem Würfelspiel. Ja, danke, danke. Falls ihr was Verdächtiges seht. Ja, habt ihr euer Zimmer? Ja. Ja, dann melden wir uns. Wir wissen ja, wo wir euch finden können. Alles klar. Ja, und so verlässt du die beiden Kniffelkönige und gehst wieder an den Tisch deiner Freunde. Und? Hast du was erfahren? Mondgasse 23, Heribert Schachal. Scheint das ja zu stimmen. Aber die Frage ist, war das die Mondgasse, wo der Junge uns hingeführt hat? Wissen wir das? Das wissen wir doch nicht. Da habt ihr nicht drauf geachtet. Nee, muss ich sagen. Aber wenn wir da hingehen, dann werden wir ja sehen, ob sich die Adresse gleicht. Ja. Also verlasst ihr den Schankraum und wollt zur Mondgasse 23 gehen? Ja, wir haben ja unser Mahl beendet und so weiter und ich würde sagen, ja. Okay, so verlasst ihr mit vollen Bäuchen und gut gesättigt die Taverne und das Bier. Holen wir denn dann noch was? Ja, also ich fand das ja doch auch, was ihr so erzählt habt, dass das ganz schön zwielichtig war dort, oder? Ja, so unbewaffnet würde ich jetzt nicht. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Es ist so 6 Uhr. 6 Uhr? Okay. Unsere Zimmerfenster nach draußen. Was habe ich da eigentlich für Waffen? Kann ich das annehmen? Ich glaube, das habe ich bei dir gar nicht aufgeschrieben. Du hast, du kannst es dir im Prinzip aussuchen. Du hast von mir aus eine Lanze auf jeden Fall. Dann hast du ein Schwert, da hast du sehr hohe Werte. Und von mir aus auch noch eine Pistole. Ja, wunderbar. Die Lanze brauche ich nicht. Ich nehme das Schwert und die Pistole. Für den Notfall wird das reichen. Ja, und so lauft ihr durch die Straßen von Aue und sucht in die Mondgasse 23, war's? Mhm. Und die findet Aue ihr auch mit der Zeit, aber das ist nicht in der Gegend, in die euch der Junge geführt hat. Ah,
Interessant. Sondern es ist in einer anderen Wohngegend. Das ist ein großes Fachwerkhaus, das 2 oder 3 Etagen hat. Und ihr seht hinein und seht, also so von etwas weiter entfernt, schaut ihr durch die Fenster und ihr seht, dass auf jeden Fall jemand zu Hause ist. Kommen wir zufällig an sandigen Boden vorbei. Ja, da mag irgendwo sandiger Boden sein. Dann packe ich mir, nehme ich irgend so einen Sack oder irgendwas, was ich finde, und packe mir da mal so ein paar Handvoll Sand rein, sodass der im schlechten Licht oder so, falls nur so ein Spalt aufgeht, wo dann, wenn das 4 Finger sind, wie viele Finger sind dann das? So eine Hand rauskommt oder so. Ich konnte dir jetzt leider nicht folgen, aber ich schon. Egal. So wie du möchtest, ja. Dass ich dem halt sagen kann, wir möchten was verkaufen. Ja. Ja, und so kommst du mit deinem Verkauf von Hehlerware sozusagen. Genau. Mit deinem improvisierten Sack da an. Und klopfst an die Tür. Ich halte mich ein bisschen im Hintergrund. Wer steht denn jetzt alles vor der Tür? So ein Hut so ein bisschen runter ins Gesicht. Ja, ich bin auch an der Tür. Das geht natürlich. Ja. Nach etwa einer Minute wird die Tür geöffnet. Und eine Frau guckt euch etwas überrascht an. Sie hat dunkle, gelockte Haare, die durch ein Kopftuch zurückgehalten werden, und trägt ein einfaches Kleid mit Rüschen am Saum und eine alte, fettige Schürze in Blau. Und sie guckt, sie mustert euch von oben bis unten. Ja. Hallo, gute Frau. Wohnt Hallo, guter Herr. Bitte? Herbert? Hier lebt kein Herbert. Heribert. Heribert. Ach, mein Mann, dieser elendige Nichtsnutz. Ja, der lebt hier. Was wollt ihr von ihm? Heribert, natürlich Heribert. Ja. Wir haben hier einen Sack mit, mach so einen ganz kleinen Spalt auf, dass du nicht gut reingucken kann. Ihr wisst schon was. Nein, weiß ich nicht. Was soll das sein? Sand oder was war da drin? Nein. Der Rohstoff für Porzellan. Heribert! Schreit sie über die Schulter. Hier sind einige Leute. Ich hab dir gesagt, dass du früher oder später Ärger bekommen wirst. Und ihr hört, wie vorsichtige Schritte die Treppe hinunterkommen. Und ein magerer und hagerer Typ steht in der Tür, der sich geduckt verhält. Wie kann ich Ihnen euch helfen? Mein Name ist Heribert, aber was wollen die Jäger hier an meiner Tür? Ihr kauft Ware. Was? Ja, so Ware, die, sagen wir mal, an der Kutsche gefallen. Ihr wisst, was ich meine. Nicht so ganz. Was habt ihr denn da? Koalit. Zeigt mal her. Ihr wisst also, was Koalit ist? Weiße Erde, meint ihr? Die wird nach Meißen exportiert, das weiß hier jeder. Und ihr kauft sie? Ja, wenn ihr was für mich habt, natürlich. Dann kaufe ich sie. Ich kann sie weiterverkaufen nach Meißen. Ihr wisst schon, dass die Kinder diese Erde stehlen. Welche Kinder? Wie hieß denn das eine Kind? Wissen wir das? Wissen wir nicht. Nee. Na, so junge Burschen. 12, 13 Jahre alt. Es kommen schon mal junge Burschen und verkaufen mir weiße Erde, aber was habe ich damit zu tun, wo sie die herhaben? Also die, ihr wisst nicht, woher sie das, sondern ihr kauft es einfach nur. Ich kaufe es und verkaufe es weiter. Und ihr solltet vielleicht mal. Ach so.
Das geht euch gar nichts an, wem ich sie verkaufe. Das sind immerhin meine Geschäfte. Das hört sich ja recht zwielichtig an. Warum? Naja, euch interessiert nicht, woher eure Ware kommt. Und ihr verratet nicht, wohin es weitergeht. Ja, so meint ganz ihr, den Metzger legal interessiert es, woher sein Schwein kommt? Ich hoffe doch, ja. Ja, aber was wollt ihr mir jetzt vorwerfen? Killerei. Ja, dann besorgt Beweise und kommt mit der Stadtwache zurück. Ich habe jetzt keine Zeit für diesen Quatsch. Nun gut. Seid gewarnt. Und er schließt die Tür und mir hört, wie er die Treppe wieder hinaufsteigt. Sollen wir jetzt nicht nochmal beschatten? Ja, das, aber auch diesen Schwarzalb, dass wir dann nochmal lang gehen. Wie spät ist es denn jetzt? Steht auf meinem Zettel. Es ist jetzt so. Wie spät war es denn gerade? 6 Uhr, ne? Genau. Jetzt ist es so viertel vor sieben, 7 Uhr. Ich dachte, wir gehen dahin, wenn der Typ schläft halt irgendwie, oder? Ja. Ich meine, der war ja ganz alleine. Wir könnten ja mal. Das wird auch zu früh sein, der wird wahrscheinlich jetzt noch nicht schlafen. Ja, wir könnten ja das andere Gebäude nochmal aufsuchen und versuchen, da irgendwie einzubrechen oder was durchs Fenster zu sehen. Vielleicht hat er da ein Lager, der Happy Vielleicht hat Bear. Er jetzt aber auch Angst und läuft zu seinem. Oder läuft selber zum Lager, meinst du? Ich würde den mal eine Zeit lang beobachten wollen. Okay, aber vielleicht sollten das nicht alle. Können ja auch einige zum Lager laufen und die anderen beobachten das Haus. Also beschatten ist wahrscheinlich. Oh ja, es geht. Aber Lena ist wahrscheinlich super, oder? Heimlichkeit. Ja. Dann teilen wir uns auf. Zwei Gruppen. Die eine Gruppe beobachtet den Typ mit dem Schwarzalb und die anderen. Ja, dann guckt doch. Ach so, da müsstet ihr euch ja dreifach aufteilen. Wieso dreifach? Ach so, ich dachte, eine beobachtet den Heribert, eine geht zum Lager und die andere Gruppe geht zum Alb. Nee, zum Alb würde ich sagen, gehen wir doch heute Nacht. Alle zusammen, genau. Ja. Ja, dann sagt mir was. Teilt eure Gruppe auf. Guckt vielleicht, wer den höchsten Heimlichkeitswert hat. Die beschatten vielleicht am besten. Und die anderen gehen zu dem anderen Ding. Ich habe einen Wert von 5. 4. 4. Heimlichkeit. Meinst du jetzt Heimlichkeit? Ja, genau. 3. Ja, dann würde ich sagen, bleiben 4er und 5er da. Und dann sagt mir, wer jetzt wohin geht. Aber dann geht nur Johann, oder? Und ja, alle anderen kann ja auch da. Nur einer mit einem 4er mitgehen. Ja, dann gehe ich mit Johann mit. Ja, ich gehe mit Johann. Ja. Ihr macht jetzt was? Der Johann sollte ja auch wissen. Ah ne, der Johann weiß ja, wo dieses Haus war, ne? Genau. Mhm. Ihr beschattet den Heribert und wir gehen zu diesem Fragezeichenhaus nochmal, oder? Genau. Ja, ihr legt euch auf die Lauer, würfelt mal auf Heimlichkeit, diejenigen, die beschatten. Ja, das sind wir ja nicht, das sind dann die Damen. Genau, Steffi, denk an deine plus 2, gell? Ja. Aber das sind dann Janus-Würfel, oder? Ja, genau. Ja. Die anderen ohne Janus-Würfel? Boah, ich könnte so kotzen, ne? Wilhelmina, hast du einen Erfolg? Was willst du denn? Reicht doch einer. Ja, ein. Hallo? Lena hat 3. Luise von Kamen hat 2. Ja, ihr legt euch auf die Lauer und sucht euch ein gutes Versteck und observiert von da aus das Haus. Aber erstmal seht ihr eigentlich nicht, dass irgendetwas passiert. In der Zwischenzeit sind die anderen beiden auf dem Weg zu dem Haus, an dem ihr das Fragezeichen angebracht habt. Und ihr geht die Gasse entlang und hinunter und seht dort diese Tür. Ja, ich würde sagen, wir klopfen da einfach nochmal. Sieht man Licht von innen? Nein, es ist nicht zu sehen.
Was meinst du, wenn wir anklopfen? Warte mal. Falls das hier wirklich das Lager von dieser Erde ist und das hier umgeschlagen wird, mal vor dem Gebäude schauen, ob da Spuren auf dem Boden zu finden sind. Ja, mach mal einen Wurf auf Erkennen. Ich auch. Ja, gerne. 4. Also nur einen Hexenwürfel und dann 4 eingeben. Eventuell Token vorher noch anwählen. Ein Bild. Soll ich machen? Also du musst auf dein Bild klicken, auf den Johann Gutmund. Ja. Dann drückst du unten auf Hexenwürfel und dann gibst du da 4 ein. Oder wie viel du da halt hast, keine Ahnung. Ist das angekommen? Nee. Steht denn bei dir irgendwas? Nee, also ich habe jetzt hier das angewählt. Hexenwürfel. Ja, geht dann das Fenster auf? Da geht das Fenster auf. Jetzt gebe ich die 4 ein. Ja, Submit. Submit. Januswürfel 0, Submit. Achso, Januswürfel, den habe ich. Ja. Das sind 2,5 Erfolge. Und ihr guckt euch beide um vor der Tür und ihr seht, dass auf dem Boden Partikel dieses weißen Staubes zu finden sind. Und es sieht halt so aus, als wenn diese Partikel in diese Unterkunft reingehen. Ja, also ich würde sagen, der Fall ist klar. Das ist ja das muss das Lager sein, ja? Ja, auf jeden Fall. Oder der Abnehmer wohnt hier. Aber es scheint niemand da zu sein. Vielleicht können wir einbrechen und mal uns innen umschauen. Da vielleicht den Hintereingang. Ja. Bevor wir die Haupt. Das ist relativ Hintereingang. Also hintereingängiger okay. Kann es schon kaum noch sein. Geht's schon nicht mehr. Nee. Es gibt nur die eine Tür. Vermutlich. Aber es ist jetzt schon nicht an der Hauptstraße, sondern ist irgendwo in einer dunklen Gasse. Also wenn man einbrechen möchte, kann man das da ganz gut tun. Müsstet ihr nur auf Fingerfertigkeit einmal würfeln. Ja. Da bin ich nicht so. Ich bin dann eher für, ich setz mal den Dolch an und hebe die Tür auf. Falls du scheiterst. Wie viel habt ihr denn in Fingerfertigkeit? 2. Bei der Johann hat auch 2. Ich muss mal gucken, wo steht denn das? Körperkraft an unter Fertigkeiten. Hab ich. Weiter das unten. Das ist Geschick, ne? Das ist Geschick, genau. 2. Ja. Da würfel ich mit dem Hexenwürfel oder genau. Ist das ein anderer Würfel? Nee, immer die Hexenwürfel. Okay. Sollte irgendwas anderes sein, sagen wir dir Bescheid. Hexenwürfel 2 und Januswürfel? 0. 0. Okay, Moment. Ja, und du versuchst dich an dem Schloss und knackst da dran rum, aber irgendwie will diese verdammte Tür nicht aufgehen. Nee, ich hänge ja. Gustavo, versuchst es mit Muskelspiel? Ja, steckt. Ja, der Bierhändler ist wahrscheinlich nicht so gescheit. Ich nehme einen Dolch. Kurz und knackig. Zwischenraum gerammt und dann brechen wir das Ding auf. Jo. So, und damit setzt du deinen Dolch an, nimmst ihn ins Schloss, rüttelst so ein bisschen hinterher, knallst einmal dagegen und die Tür knackt nach innen auf. Mit deutlichen Einbruchspuren.
Und du siehst in einen dunklen Lagerraum, in dem einige Kisten stehen und einige Säcke liegen. Und Schränke sind dort angebracht. Kommt rein, Johann. Ja, dann schauen wir uns mal hier um. Ja, ihr schaut euch um und seht in die Kisten und seht, dass dort überall diese weiße Erde drin ist. Und als ihr die Schränke öffnet, seht ihr, dass dort drin einige Musketen und Pistolen aufbewahrt werden. Und in den Säcken liegen Gulden, ganz viele Guldenmünzen. Ja, klassisches Jägerversteck. Aber das... Vom Pulver her, das kann ich jetzt nicht erst von drei Überfällen sein, oder? Plötzlich öffnet sich die Tür und Heribert tritt hinaus. Er schaut ein wenig nach rechts und links so, verstohlen. Dachte gerade bei uns. Da hab ich auch gedacht. Und geht auf die Straße und läuft davon. Ja, hinterher, vorsichtig. Wir schleichen hinterher. Mit Heimlichkeit. Ganz heimlich schleicht ihr zu dritt hinter Heribert her. Nein. Wir rennen jetzt nicht drei nebeneinander, so wahrscheinlich noch eingehakt und dann versuchen zu schleichen. Kommando Ringelschwanz. Ja, genau. Wir sind ja schon irgendwie so ein bisschen strategisch, hatten wir uns da ja versteckt. Ne? Und so gucken wir dann auch, dass man strategisch auch weiterkommt. Also ihr schleicht immer so aus jeder Ecke hinten wieder näher ran, quasi versetzt. Mal kommt da rechts aus dem Bild, mal kommt da links aus dem Bild. Genau. So, wir haben ja ungefähr eine Idee, wo der hin will wahrscheinlich, ne? Wenn wir jetzt wissen, so Hela-Lager in die Richtung. Ja, zumindest hat die Luise da eine Idee von. Ja. Dann würfelt nochmal auf Heimlichkeit. Mit jeweils einem Januswürfel. Was? Hilfe. Und der ist nicht als Bonus gemeint. Lotte, jetzt brauchen wir Würfelglück. Ja, haha. Nichts leichter als das. Ja, genau. So scheiße. Ihr habt jetzt nur Januswürfel gewürfelt. Nein. Ach so, Wilhelm, Alter, aber was ist denn, der Lena Weißenstein hat nur einen Januswürfel gewürfelt. Ja, die hatten erst vergessen. Ach so. Aber bei ihr ist das noch Bonus, weil sie plus zwei auf ihr wegen ihrer Kraft. Ja, ihrer bei Luise. Plus. Ich habe jetzt zwei gewürfelt, also einen abgezogen. Also du hast einen Erfolg, Lena. Ja. Und die Luise hat auch einen Erfolg, ne? Ja. Und die Wilhelmina hat auch einen Erfolg, zwei Erfolge sogar. Zweieinhalb. Ja, der halbe zählt ja nicht. Der zählt hier nur, weil das Programm das nicht anders erfasst. Ja, und dann schleicht ihr ganz heimlich hinter dem her. Und ja, der will zu dem Versteck, an dem ihr das Fragezeichen angebracht habt. Die Gasse geht er entlang. Schnell und das Zeichen ihr des hört Schwarzbauchfliegenschnäppers. What? Ein Rabengeräusch. Ihr hört plötzlich, wie sich Schritte der Kammer nähern. Und ja, so hinter einer Ecke, dass man den überraschen kann, wenn er reinkommt. Ihr hört so, wie er sagt, Mist, was ist denn hier los? Und die Tür wird so nach innen aufgestoßen. Und ein dunkles Gesicht schaut hinein. Schaut sich um. Versuche ich nur zu packen an der Schulter und dass ich nur so reinzehre. Ja, mach mal eine Muskelspielprobe. Muskelspiel? Ich stell mir das immer so vor, so. Oh, du packst ihn am Kragen und schmeißt ihn auf einen der Tische. Was macht ihr? Kein Ton. Oh, kein Ton. Was soll das? Was macht ihr hier in meinem Lager? Deinem Hela-Lager. Das sind deine Beweise. Was? Das sind die Waren, die ich angekauft habe. Was wollt ihr?
Wem verkaufst du das Zeug? Was interessiert euch das? Wir sind an der Wahrheit interessiert, lieber Freund. An der Wahrheit. Nun, ich verkaufe es an einen Händler, der einen guten Kurs dafür zahlt und es dann in großen Mengen nach Meißen bringt. Warst sehr abgehackt, mein alter Freund. Ich verkaufe es. Klar, dass das gestohlene Ware ist, nicht wahr? Ja, das war mir schon klar, aber ich habe es halt fast umsonst bekommen und konnte es gut zu einem guten Preis weiterverkaufen. Aber dadurch machen Sie sich eines Verbrechens schuldig. Ja, ja, man muss ja sehen, wo man bleibt. Nun habt doch Erbarmen mit mir. Hat er jetzt eigentlich gesagt, an wen er das verkauft? Ich sammle es und bringe es dann nach Meißen und verkaufe es dort an die Firma, an die Porzellanfirma. Das glaube ich ihm nicht. Warum? Ich kriege es fast zum Nulltarif. Bezahle den Jungs nur einen kleinen Sold. Und dafür riskieren sie Menschenleben. Ach, Menschenleben. Bis jetzt ist noch keinem was passiert. Wir sind heute beinahe von den Pferden auf dem Markt totgetrampelt worden. Das ist doch jedes Mal ein großes... Ein großes... Abgehacktes Rätsel. Ich? Ja, passiert nicht nur mir, Lotte. Oh, pardon. Oder du hast den Satz nicht zu Ende gesprochen, das kann auch sein. Eigentlich schon, ich habe nicht damit gerechnet. So, das ist jedes Mal ein großes Risiko. Passt auf, ich gebe euch 100 Gulden, wenn ihr mich laufen lasst. Das könnt ihr doch mit Sicherheit gut gebrauchen, um gegen Vetteln zu kämpfen und für Ordnung zu sorgen. Damit kann ich doch meine Schuld sühnen. Die Ablassbriefe der Kirche sind auch nicht teurer. Ich will wissen, an wen du das Pulver verkaufst. Das hier stammt nicht aus einer Woche Überfall. Ja, er geht zu einem der Schränke und holt da einige Pergamente raus und legt sie dir auf den Tisch. Und da ist im Prinzip eine Quittung von den Porzellanwerken, die da den Verkauf der Waren verzeichnen. Ich muss jetzt schlafen. Alles klar, gute Besserung, Steffi. Gute Nacht, Alp. Ja. Machen wir. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht, gute Besserung. Ja. Tschüss. Tschüss. Ach, jetzt haut die mir mein Bild wieder durcheinander. Aber sie hat es angekündigt. Also. So ist nicht. Oh, da kriege ich jetzt gar nicht mehr hin, ey. Oh, wie mache ich das denn jetzt? Weil die mir das ganze Bild durcheinander gehauen hat jetzt. Habt ihr alle Skype drauf? Also bei euch weiß ich's. Du auch, Henning? Hast du Skype drauf? Nee, hab ich jetzt nicht. Leider nicht. Kriege ich doch nicht so schnell umgedingelt hier. Wie sieht's denn aus? Ach, siehst du gar nichts mehr groß. Obwohl doch Henning und Lotte und du, ihr seid noch da, aber die Dings ist total durcheinander. Das wissen wir, dass wir durcheinander sind. Das liegt aber nicht an der Kamera. Ja gut, bringt jetzt nichts mehr. Wir spielen immer nur eine halbe Stunde. Ich lasse sie mal so an. So, ist wurscht. Ja. Ja, was machen wir jetzt? Ihr seid reingekommen, oder? Ja. Dann frage ich mal die Wilhelmine, ob die sich die Dokumente angucken kann, ob das passt, ob das echt ist, ob wir dem glauben können. Ich gucke sie mir mal an. Muss ich da auf Wissensgebiete, oder? Ja, kannst du machen, genau. Also das sind die Geschäftsbücher von denen, oder? Ja, genau. Hast du gerollt? Nee. Ja, die scheint schon echt zu sein. Ja,
Also ich kann jetzt keine deutlichen Spuren erkennen, die dieses Dokument als Fälschung oder sowas ausweisen würden. Also sie sehen echt aus. Hm. Nun, was ist jetzt? Können wir uns auf 100 Gulden einigen? Ich möchte kein Geld annehmen, aber das muss irgendwie anders laufen. Die Jugendlichen gehen ein Risiko ein, diese Ware zu beschaffen, und Tiere verletzen sich, Menschen verletzen sich. Das kann so nicht weitergehen. Ja, aber wie sollen wir uns sonst einigen? 200 Gulden. 200 Gulden? Habe ich nicht. 150 Gulden. 200 Gulden hat er nicht. Nein. So. Ist ja dann kein lohnendes Geschäft. Behaltet euer Geld, aber die Überfälle hören auf. Und dann gehe ich zu dem Regal, wo die Kugeln für Pistolen und Musketen und so drin sind. Und nehme da für jeden von uns einen Beutel mit. Ja, okay. Ich denke auch, dass es das liegt mir am Herzen. Dass die Überfälle aufhören. Ja. Ihr findet da Elixiere. Für jeden eins, wenn ihr mögt. Was sind das für Elixiere? Die geben einen Elixierwürfel zurück. Lebenspunkte. Genau. Quasi Heiltränke. Auch mal so Heiltränke. Auf. Ja, wunderbar. Den nehmen wir mit. Ja. Das ist eine gute Idee. Okay, Lena, wo muss ich das eintragen? Bei Ausrüstung und Besitz. Naja. Das war's, Elixier, ne? Elixier, ja. Kleidungsset, Ausrüstung, Besitz. Ein Heilelixier, ja. Tja, und dann? Gehen wir. Oh, dann habe ich jetzt 3 Elixiere. Ja, okay, ihr verlasst. Ja, wir müssen uns noch den Schwarzalb angucken, sonst kann ich heute Nacht nicht ruhig schlafen. Eine sehr gute Idee. Ihr verlasst die Räumlichkeiten und kommt wieder auf der Straße. Auf die Straße mittlerweile ist es sehr dunkel geworden. Und ihr geht zu den Stadttoren, denn der Schwarzalb mit seinem Typen war ja da draußen. Wir müssen jetzt leise sein. Alles klar. Und ja. So schleicht ihr euch heraus und kommt dann in die Nähe des Lagers. Ist alles ruhig? Es. Müssen wir eine Probe machen? Nee, jetzt gerade nicht. Es ist alles ruhig. Und als ihr euch nähert, seht ihr, dass der Käfig leer ist. Da. Der Käfig ist leer. Ach, verdammt. Ich untersuche mal die Tür des Käfigs. Du gehst dahin? Gewalt aufgebrochen wurde. Bitte. Also der Typ, dieser Gottfried Stein, der liegt da am Feuer und schläft. Schläft er wirklich oder ist er schon tot? Und ihr seht dann, wie der Nachtalb sich die Hände am Feuer reibt und dann den Mann anstößt mit dem Fuß. Der schreckt so aus. Wer reibt sich die Hände am Feuer? Der Alb, der reibt sich die Hände und wärmt die sich und steht auf. Und dann geht der sitzt am Feuer? Ja, dann geht der zu dem Gottfried Stein und
tritt den so mit dem Fuß einmal gegen die Schulter und er wacht so auf und guckt und der Alp sagt irgendetwas zu ihm und er nickt so und dann seht ihr, wie der Mann aufsteht und seine Sachen auszieht und der Alp legt diesen Fetzen ab, den er hat und die tauschen die Kleidung und der Gottfried Stein geht dann in diesen Wagen hinein, schließt die Tür hinter sich und der Alp legt sich da ans Feuer in den Klamotten von Gottfried Stein und seht, dass er irgendetwas intoniert mit seinen Händen und Gottfried Stein sitzt am Feuer und der Schwarze Alp sitzt in seinem Käfig. Ich guck uns einmal in der Runde so an. Denkt ihr, was ich denke? Ja, ich glaube schon. Wir spielen den jetzt einen Streich, dass den Hören und Sehen vergeht. Mhm. Was hast du für eine Idee? Keine Ahnung. Habe ich das denn? Achso. Das Feuer löschen und dann täuschen wir einen Untotenangriff oder ähnliches vor. Das ich habe das so richtig in die Hosen scheißen. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Ach, da simuliert jemanden diesen Alp. Das ist ein Fake-Alp. Das ist ein Kostüm. Okay. Verdienen da einfach ihr Geld mit. Genau. Die verarschen. Dass die Leute verarschen. Das war kein Kostüm. Der hat kein Kostüm ausgezogen. Die haben ihre Kleidung getauscht. Genau, der Alp hat die Kleidung des Mannes angezogen. Dann hat der Alp irgendetwas mit seinen Händen gemacht, was wie eine Intonation einer magischen Kraft war und hat sich daraufhin in diesen Gottfried Stein verwandelt. Und der Gottfried Stein, der in den Käfig gegangen ist, hat sich in den Alben verwandelt. Ah, okay, dann habe ich das falsch verstanden. Die haben quasi die Rollen getauscht. Ja. Okay, dann vergessen wir das mit dem Streichspielen. Was sollen wir tun? Dann sind das Gestaltenwandler. Wir töten beide. Ja, so. Irgendwie sowas. Wir töten die einfach so? Ja. Das sind Kreaturen der Nacht. Weg damit. Natürlich, bin ich auch dafür. Okay. Einfach jetzt überfallen? Ja, wir haben doch das Überraschungsmoment auf dem Weg. Das ist das Schöne an Hexen, da brauchst du kein Gewissen haben. Kreaturen der Nacht, weg. Weg. Okay. Ja, dann. Und wir haben das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Ja, ich lade meine Muskete durch. Ich habe ja meine Pistole auch immer startbereit hier. Ja. Ich nehme meine Schlagwaffe. So, ich muss mal eben gucken. So. Okay, also, dann machen wir das jetzt mal. Dann könnte machen wir mal die Steffi eventuell zu dem Wagen schleichen und den quasi dann von außen versperren, während wir den einen schon mal killen? Das könnte sie rein theoretisch tun, wenn sie da wäre. Sie ist aber nicht da. Sie ist im Bett. Käme man an den im Wagen auch, also durch die Gitter so dran, dass man den auch von hinten jetzt erstechen kann? Warte mal, ich muss mal eben gucken. Wie habe ich das denn hier gemacht, ey? Ah! Wo ist er? Habe ich die nicht in Ordner? Ihr habt die doch in Ordner gepackt oder sowas. Königreich der Dornen-Token. Da sind sie. Okay. So, ihr seht die Alben auf der Karte. Dann können wir dem Henning jetzt mal das Kämpfen erklären. So, ich segne vorher meine Waffe natürlich. Ja, du kannst deine Waffe segnen. Okay, was habt ihr jetzt genau vor? Also ich würde gerne mit der Pistole auf den Typen schießen, der an einem Lagerfeuer ist. Warte mal, wir machen erstmal die Inni-Runde fertig. Also, Wilhelmina Opitz in die 9 ist richtig, ne? Gustavo de Porta 6, das müsste alles eigentlich stimmen, ne? Jo. Der Johann Gutmund, was hat der für eine Initiative? Kann der Lars vielleicht mal eben gucken? Moment. Das müsste auf meinem Bogen stehen, oder nicht? Ja, genau. Ja. Kannst du auch mal gucken?
Da steht auch Verderbnis. Achso, meine Ini muss ich noch ändern. Ein Stück weiter runter, unterhalb der Rollen. Steht ich hatte das ja angepasst. Zustände, Fertigkeiten noch weiter darunter? Nein, oben, weiter hoch. Fertig. Du hast ja den fast Namen ganz und so oben links. 6 hast du. Unter den Namen und den Rollen. Ich kann nämlich leider nicht schauen. Da steht doch Name, Jägerstufe, Profession, bla bla bla. Und darunter der Kasten, da steht Initiative. Motivation, Vorteil, Verderbnis, Segnung, Rolle Nummer 1, Rolle Nummer 2, Rolle Nummer 3. Und darunter ist Initiative in dem Kasten. Ach ja, tatsächlich. Und da steht 6 bei dir. Modifikator 0 und Gesamt 6. Okay. Oh, ich habe Gesamt übrigens 10, keine Ahnung warum. Und ich habe 8. Wieso? Weißt du nicht warum? Weil da weiß kommt Dings drauf, irgendwie, was war das? Reflexe kommt da drauf. Reflexe. Genau. Okay, ich habe ihn nie 10. Automatisch. Also, die Luisa hat wie viel? Ich habe 8. 8. Dann haben wir noch die Wilhelmine, wie viel hat die? 10? 10. Lena ist nicht dabei, aber Gustavo hat 6, ne? Ja. Okay. So, dann ordne ich das mal einmal. So, dann wäre zuerst dran die Lena, die ist aber nicht da. Dann wäre Wilhelmina Opitz dran. In der ersten Runde habt ihr jetzt sowieso alle vorher die Initiative, weil ihr das Überraschungsmoment auf eurer Seite habt. Wilhelmina Opitz, was machst du? Luise von Kahn. Ja, ich denke auch, dass das auf jeden Fall sinnvoll wäre, wenn einer tatsächlich auch den Käfig zumacht. Und ich weiß nicht, da ich eine Fernkämpferin bin, kann ich da hinsprinten, dann irgendwie zumachen und von da aus dann irgendwie zumindest schießen oder so. Hä, du willst als Fernkämpferin jetzt da hinrennen und den Käfig zumachen? Das macht ja gar keinen Sinn. Okay. Nee. Ich dachte schon, weil dann kann ich ja immer noch in die Mitte auf den Feuer schießen. Ja, aber dann hast du ja keinen Überraschungsmoment mehr. Okay, ja. Und du bist mit Sicherheit viel effektiver, wenn du jetzt aus dem Hinterhalt, so wie wir alle, schießt. Soll ich sofort auf den Typen am Feuer schießen? Ich hätte gesagt, wir schießen alle drei auf den und vielleicht die Luise. Dann schieß schon mal auf den. So, ich guck bei meiner Pistole und mach einfach ganz normal, ne? Genau, Hexenwürfel. Kriegen wir irgendwie heimtückischen Angriff dazu? Nein. Ihr kriegt einen Bonus von 2 Januswürfel dazu, weil er da liegt und sich nicht bewegt, ja. Ich hab, wie ist das, die Esprit-Kraft? Muss ich dafür irgendwas einsetzen? Nein, die läuft automatisch. Die okay. Esprit-Kraft. Dann hab ich. Dann würde ich sofort einen. Dieses stets vorbereitet. Ja. Bei meinem ersten Schuss kann ich den Blutwürfel mit. Ja. Würfel. Okay. Ja, oh Gott. Und wenn du Doppelschuss noch machst, dann kriegst du nochmal 2 Bonuswürfel. Wenn du Doppelschuss jetzt direkt machst, kriegst du nochmal 2 Bonuswürfel. Mach ich. Ja. Also. Das heißt, ich gebe meinen ganz normalen Angriffswert ein. Ja. Plus 4 Januswürfel. Plus 4 Januswürfel. Und jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Erfolge plus 1 Blutwürfel. Und den Blutwürfel, wie mache ich das? Einfach einen Blutwürfel würfeln. 1, ne? Ja. Token anklicken und auf Blutwürfel. Ja, genau. Ist nochmal einer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schadenspunkte sind das, ne? Pistole macht 3 Grundschaden. Ach so, 10 dann sogar. Du schießt und du schießt den Schwarzalben direkt tot. Und ich würde sagen, damit der Henning das mal lernt, ziehen wir den Henning jetzt mal vor. Nicht, dass der zweite gleich auch schon tot ist. Also ich schieße dann auf den anderen Typen. Genau. Du guckst jetzt, welchen Wert du bei Pistole hast. So, Ich
gucken wir mit rein. Ich glaube, wir könnten ja eh immer freiwillig die Initiative reduzieren. Oder? Pistole, du guckst erstmal hinten den Wert. Da steht Summe 4. Jetzt machst du die Hexenwürfel auf. Ach, die 4. Ja, genau. Okay, warte. Hexenwürfel. So. Hexenwürfel eine 4, ne? Genau. Dann gibst du 4 ein und dann darfst du 2 Januswürfel eingeben, weil der da jetzt noch überrascht ist. 2 Januswürfel. Und du hast jetzt 2 Schaden, also ja, genau, 3 Schaden gemacht. Die Pistole macht sowieso nochmal 3 Schaden, also jeder Erfolg, den du gemacht hast, die 2 Sterne sind ein Erfolg, der Hexenkopf ist ein Erfolg und der Januswürfel. Heißt, du hast jetzt 3 Erfolge, da wird der Schaden drauf addiert, die 3 von der Pistole. Heißt, also du 6. hast jetzt 6 Schaden gemacht. Ja, verstehe. So. Du triffst ihn, aber triffst nur seine Schulter und er springt jetzt in seinem Käfig auf und versucht, die Tür aufzureißen. Wer möchte als nächstes? Ich? Ja, dann leg los, Gustavo. Das muss gehen. Krieg ich auch noch die 2? Weil wir eigentlich alle gleichzeitig... Du kriegst auch noch die 2, ja. Ihr seid gleichzeitig dran. Überraschung war das, ne? Genau, richtig. Boah. Das sind 2 Erfolge. Und Muskete macht 8 Grundschaden, sind 10. 10. Und damit schießt du auch den zweiten über den Haufen. Und die beiden liegen dort in ihrem Lager und das Blut fließt aus ihrem Körper hinaus. Und langsam und vorsichtig nähert ihr euch den 2 Schwarzalben, die dort liegen. Können wir die looten? Ja, die haben, ihr guckt so ein bisschen, die Alben an sich haben nichts an sich, aber die haben so eine Kiste da stehen auf ihrer Kutsche. Und als ihr die öffnet, findet ihr einen Beutel mit 25 Gulden. Und ansonsten ist aber nicht viel von Wert drin. Aber ihr findet Aufzeichnungen. Und als ihr euch die Aufzeichnungen anguckt, seht ihr darin seltsame Zeichen. Würfelt mal auf Wissensgebiete, ob ihr die übersetzen könnt. Also eine seltsame Schrift. Wo finde ich das denn? Wissensgebiete unter Fertigkeiten. Die Luise verlässt mich da voll auf. Carmen guckt sich das. Nee, bin ich schlecht, habe ich nur eine 2. Ja, kannst du ja trotzdem drauf würfeln. Luise von Carmen guckt es sich an, kann aber nichts da erkennen. Ich verlasse mich auf den Helm. Ach, du hast 3 Erfolge? Ja, du kannst das lesen. Du guckst dir die Zeichen an und hast sie schon mal gelesen. Und ich würfel 2 und dann. Bei Hexenwürfel normalerweise wieder. Bei Januswürfel ist immer nur, wenn du einen Bonus oder einen Malus kriegst. Was ist bei Janus? Gar nichts. Gar nichts. Eine 0. Ja. Okay. Ja. Aber die Wilhelmine Opitz kann das schon so grob übersetzen. Du findest heraus, dass die wohl die Städte ausgekundschaftet haben. Die haben da Buch geführt, wie groß die Armeen da sind, die da sind, oder welche Garde da halt wacht, oder ob es da Kirchen gibt, oder wie viele Bauern. Die haben halt mit ihrer Masche da wohl diese Dörfer und Städte ausgekundschaftet. Dann war diese Schaustellung eine Tarnung sozusagen. Genau, richtig, ja. Wissen wir das denn von so Schwarzalben, dass sie sowas können, irgendwie Rollen tauschen? Müsstest du mal auf Wissensgebiete würfeln. Dann sind das doch auch so Gestaltwandler. Also, ja, die können halt zaubern ein bisschen, ne? Aber ja, die können ihre Gestalt ändern. Zumindest habt ihr das so gesehen. Ja, du magst dich vage daran erinnern, dass du das mal irgendwo gelesen hast, dass sie dazu in der Lage wären. Und mit den Worten, das Feuer wird euch läutern. Verbrennst du die? Ja. Ja,
Du verbrennst die Leichen und es dauert auch nicht lange, bis der verkohlte Geruch des Fleisches der Schwarzalben in eure Nasen dringt. Fett. Sauerbraten. Sollen wir den Wagen gleich mit anzünden? Den Käfig? Aber was meint ihr denn jetzt? Wir haben das jetzt ausgekundschaftet, aber wofür und für wen? Für Überfälle. Für Überfälle? Aber nur für die beiden, oder? Nein. Für eine größere Streitmacht, nehme ich mal an. Das sind das wahrscheinlich irgendwelche Späher. Genau. Jetzt müssten wir natürlich herausfinden, wo der Rest von denen ist und also wo die herkommen. Wo die eine Basis haben oder irgendwie sowas. Ne? So ein... Ja. Vielleicht waren sie ja nicht so clever, wie sie gedacht haben und wirklich Kriebelsberg. Müssten wir uns mal erkundigen, wo die schon aufgetaucht sind, aber wir können doch da, ja. Ja, interessant. Ich untersuch mal, das ist ja kein gewöhnlicher Karren, es ist ja so ein Gefängniskarren. Ja. Und früher war es ja oftmals so, dass die Handwerker ihre stolz auf ihre Produkte waren und eventuell Initialen oder irgendwie sogar ein Fertigungsdatum oder ein Fertigungsort irgendwo zu finden ist. Ja. Dann würfel mal auf erkennen, ob du da irgendwas siehst. Janus würfel? Nö. Ja, du guckst dir den Käfig ganz genau von oben bis unten an, aber du findest nichts derlei. Und sonst irgendwie in diesen Aufzeichnungen oder so, da kann man ja vielleicht auch zurückgehen. Wenn die jetzt die ganzen Städte irgendwie ausgekundschaftet haben, mit welcher Stadt hat es denn angefangen? Ja, ihr könnt da im Prinzip schon eine Linie draus erkennen, wo die hergekommen sind. Okay, also das Dokument nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, du packst es ein und bewahrst es gut auf und könnt es euch ja am nächsten Tag oder abends im Zimmer nochmal genauer angucken. Ist denn Griebelsberg, wenn ich jetzt so als allererstes gucke, weil das hatten die ja gesagt, kommen die aus Griebelsberg? Griebelsberg steht auf der Liste, ist aber nicht das erste Dorf. Okay. Ich merke mir das erste Dorf. Falls mir die Liste abhanden kommt. Sehr schlau. Jönsdorf. Jön? Jönsdorf. J-Ö. Also da waren sie zuerst. Ja. Jönsdorf. Okay. Gut, ich pack alles gut weg. Ja. Packst du alles gut ein. Ist aber auch mitten im Erzgebirge, oder? Das ist auch mitten im Erzgebirge, ja. Aber jetzt haben wir ja keinen Hinweis, wo die herkommen. Ihr werdet auch so langsam aber sicher müde, denn ihr hattet ja eine lange Reise hinter euch und habt euch den ganzen Tag über außer dem Bad nicht viel Ruhe gegönnt. Und so langsam merkt ihr, wie euch schlecht wird und euch die Müdigkeit übermannt. Meine Knochen werden schwer. Was haltet ihr davon, wenn in unsere Schenke gehen und uns ein wenig aufs Ohr hauen? Ich denke auch, dass ich heute Nacht auf jeden Fall besser schlafe. Da ich weiß, dass diese beiden Alben nun... Keinen mehr anrichten, ja. Genau. Ja, mir geht's ähnlich. Und so geht ihr zurück nach Aue in den Silberengel. Und als ihr euch der Taverne nähert, hört ihr schon das lustige Treiben aus dem Schankraum. Ihr öffnet die Tür und viele Menschen sind dort zusammengekommen und trinken Bier und Wein und würfeln, haben Spaß, einige tanzen. Oben die Empore ist auch gut besetzt und der Wirt winkt euch zu. Ach, da seid ihr ja. Ich hab euch schon vermisst, dachte schon, euch wäre was zugestoßen. Möchtet ihr was trinken? Alles gut.
Ich würde sagen, so einen kleinen Absacker könnte man doch noch zu sich nehmen, oder? Was meint ihr? Ich denke auch, umso besser können wir schlafen. Ja. Ja. Ja, wir mussten noch für ein bisschen frische Luft sorgen. Richtig. Okay, was meint ihr damit? Ich kann auch hier verrückt schlafen. Ach so. Ja, setzt euch mal hin. Ich habe hier einen ganz hervorragenden Wein. Den kann ich euch mal fertig machen. Ich komme sofort. Oder möchtet ihr lieber Bier? Noch ich will einen Wein probieren. Wenn ihr da einen guten habt, warum nicht? Ja. Und so setzt ihr euch an einen der längeren Tische. Aus dem Korridor, der zu den Gästezimmern im Obergeschoss führt, tritt eine einzelne Frau hervor und lässt sich an der Theke nieder. Selbst aus der Ferne umgibt sie der schwer zu beschreibende Hauch des Außergewöhnlichen. Dabei ist sie einfach gekleidet mit Rock und Mieder sowie einem zum Reisen geeigneten Kleid mit angenähter Kapuze. Offenbar scheint sie ein Leben auf der Straße gewohnt zu sein. Dafür sprechen die hohen abgenutzten Reiterstiefel, die unter dem Kleidsaum hervorlugen und eine Art, wie sie durch den Schankraum bewegt. Sicher und zielstrebig. Ihre Haut, insbesondere an Gesicht und Unterarmen, ist sonnengebräunt, ihr Haar hell. Zwei wachsame Augen prägen das hübsche Gesicht. Sie bestellt sich etwas zu essen und spielt dabei gedankenverloren mit einem Amulett, das an einer Kette um ihren Hals hängt. Johann beobachtet sie fasziniert. Ja, eine sehr, sehr hübsche junge Frau ist das. Eine Dame kann ich doch nicht unbeachtet lassen. Und der Wirt kommt dann auch mit euren Getränken und stellt sie euch auf den Tisch. Herr Wirt! Ja? Herr Wirt. Was kann ich für euch tun? Getränk bitte für Sie. Ach, die junge Frau. Ja, wird gemacht. Er geht wieder hinter seinen Schankraum, zapft ihr oder macht ihr einen Wein fertig, stellt ihn hin und zeigt auf dich. Und sie schaut halt hinüber und du prostest ihr zu und sie erhebt ein Glas auf dich und trinkt einen Schluck. Und dann wartet sie. Und um euch herum tobt das wilde Leben. Ja. Nach einiger Zeit fasst sich Johann das Herz und geht schlendert zu der Dame. Als du aufstehst und dir ein Herz fasst, beginnt plötzlich der Boden unter dir zu knacken, zu schwanken. War das vielleicht ein Bier zu viel? Ihr hört alle ein Knirschen und ihr seht, dass das Holz an der Wand plötzlich einen Riss bekommt. Ist dies eine Sinnestäuschung? In einer anderen Ecke seht ihr plötzlich, wie eine Magd stolpert und ihr Tablett mit dem Essen und dem Bier über den Tisch, an dem vier Gäste sitzen, ergießt und sie von oben bis unten besudelt. Und als ihr dorthin guckt, wo sie gestolpert ist, seht ihr, dass eine Ranke sich aus dem Boden gedrückt hat. Sehen die anderen Gäste das denn auch? Ja, die gucken plötzlich, überall hört man dieses Knirschen. Plötzlich zerbersten innerhalb des Schrankraums Holzdielen. Tische und Bänke sowie die Holzvertäfelungen der Wände rasend schnell sprießen armdicke und bis zu 3 Meter lange dornenbesetzte Ranken hervor, peitschen um sich, reißen tiefe Wunden, schlingen sich um Knöchel und bringen die Menschen zu Fall. Sofort erhebt sich ein Kreischen und Rufen. Und ihr seht, dass die junge Frau plötzlich alarmiert wirkt. Sie schaut mit aufgerissenen Augen zu einem Punkt an der Wand, wo sich ein Riss im Holz öffnet, und dann nimmt sie eilig, rafft sie ihren Rock und rennt zum Treppenaufgang, der zu den Gästezimmern führt. Ich folge ihr. Du folgst ihr. Ich versuche es zumindest. Und als sie ihren Fuß auf die unterste Stufe setzt, brechen plötzlich 2 Stufen vor ihr weg und aus den Trümmern wuchen in Windeseile dornenbesetzte Ranken und breiten sich über die Treppe aus. Ich zücke mein Schwert und
attackiere quasi diese Pflanzen, versuche die so durchzuhacken, den Schwert. Ja, warte. Dornröschen. Freut man sich einmal auf einen ruhigen Abend. Ich wollte auch gerade schlafen. Ich hab extra gebadet. Ja, echt, ein bisschen zu flirten und dann das. Ja. Ist uns nicht vergönnt. Überall brechen diese Dornen im Schankraum durch. Und ja, jeder wird von zwei dieser Dornen gepackt. Ich hab einen Dolch. Hack, hack. So, wie haben die für eine Ini 4? Das ist gut. Sind wir zuerst dran? Wer hat Ini 4? Die Dornen. Dann wäre Wilhelmina Opitz wieder an Zug. Ja, dadurch, dass ich jetzt mal nicht meine... ich möchte jetzt nicht mit der Pistole rumschießen. Oder? Wäre nicht sinnvoll, oder? Du kannst da ruhig mit der Pistole auf die Dornen schießen. Das ist ja kein Problem, ja klar. Ja, dann mache ich das natürlich. Sind das denn Dornen, die man weglocken kann? Also, dass ich die an mich ziehen könnte? Nein. Okay. Okay. So, dann... Schieß ich mal. Ganz, das ist wieder der erste Angriff, dann darf ich noch mal einen dazu nehmen, ne? Ein Oder Blutwürfel. Wie war das? Den Blutwürfel. Hast du jetzt mit Dings, mit Doppelschuss gewürfelt? Machst du Doppelschuss? Nee. So. Erstmal nicht. Dann mach ohne. Dann ist null Januswürfel, ne? Ja. Okay. Und ein Blutwürfel. Ja. Das heißt, ich habe da oben drei Erfolge, vier. Erfolge plus drei Grundschaden sind 8 Schadenspunkte. Du schießt in die erste Dorne und du siehst, wie sie plötzlich verkümmert und zu Boden fällt. Ha. Kann ich jetzt nochmal angreifen? Du kannst jetzt nochmal angreifen, ja klar. Ja, ne? Dann mache ich das gleiche doch nochmal, hoffentlich. Und den Blutwürfel kann ich jetzt nicht mehr, ne? Den gibt's jetzt nicht, ne. Aber du hast immerhin 3 Erfolge. Plus 3 Grundschaden macht 6, ne? Ja. Du hast beide Dornen weggeräumt. Und kann sich wieder frei bewegen. Und damit ist aber jetzt Luise von Carmen dran. Ich nehme meine Schlagwaffe. Ja. Und gehe auf eine der Rangbus. Du holst mit deiner Schlagwaffe aus und hackst auf die Dorne ein. Was hast du für einen Grundschaden? 5. 5 Grundschaden? Ja. Alter Schwede. Und hackst die Dornenranke an deinem Fuß ab. Hast du noch einen zweiten Angriff? Nein. Nein? Wie viele? Ich habe nur noch einen Aktionspunkt. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir Johann Gutmund. Eine Sache haben wir dir noch nicht erklärt, Henning. Ja, du hast... ein Schwert. Ja, du hackst mit deinem Schwert. Jetzt musst du gucken. Genau. Bei Schwert hast du 2 AP. Ja, bedeutet, ein Angriff mit dem Schwert kostet dich 2 Aktionspunkte. Ganz oben siehst du, dass du 3 Aktionspunkte hast. Heißt, du kannst einmal angreifen mit dem Schwert, dann sind 2 Aktionspunkte weg. Dir bleibt nur ein Aktionspunkt über, mit dem du dann ausweichen kannst oder sowas. Okay, dann würfel ich
Da muss ich eine 3 angeben. Nee, Schwert hast du doch mehr, oder? Warte mal, Schwertwaffen 3. 7 hast du da, meine ich. Bei Summe Schwert, muss ich Summe 7. Genau. Genau, jetzt würfelst du mit 7. Würfel nehmen oder Hexenwürfel? Nee, die Hexenwürfel. Hexenwürfel. Eine 7. So, und dann. Januswürfel? Hast du nicht. 0 also. Ja. So, jetzt hast du 2 Erfolge plus den Schaden, den 3. Heißt, du hast 5 Schaden gemacht jetzt. Ja. Das ist nicht viel, reicht aber für die Ranke. Und damit hast du eine los und die andere bleibt bestehen und du hast jetzt nicht mehr genug Punkte, um die noch wegzuräumen. Genau. Ich habe so. Dann noch einen Aktionspunkt. Genau, dann ist dran Gustavo de Portas. Ich gebe einen Coup aus und mache einen Rundumschlag. Die sind ja an mich gebunden oder die binden mich ja an sich, ne? Ja. Das heißt, ich kann jetzt 2 Angriffe für insgesamt 3 AP gegen 2 verschiedene Gegner ausführen. Das werde ich dann machen. Den ersten sind 4. Plus 5 Grundschaden sind 9. Das reicht, um die erste Ranke durchzuhacken. Und beim zweiten sind 9. Auch damit hackst du eine Ranke durch. Und dann bleiben im Prinzip nur noch die Ranken bei Luise und Johann. Und die Ranke versucht nach Luise zu schlagen. Sie macht 2 Erfolge. Du hast aber 3 Panzerungen, ne? Ja. Das heißt, sie kommt mit ihrem Schlag überhaupt nicht bei dir durch. Was hast du für eine Panzerung, Henning? Ja, ich hab grad auch 3. Wo sehe ich das? Ganz oben rechts. Da, wo Initiative war, rechts. Ganz rechts. Da steht Aktionspunkte und Panzerwert. Da hast du 3. Über deinem Vermögen. Ja. Hast du? Siehst du? Rolle 1, Rolle 2. Moment. Du hast ja rechts die körperlichen Attribute. Ach, jetzt. Initiative, anhaltender Einflüsse, Heilfaktor, Aktionspunkte. Panzerwert 3. Genau. Ja. Heißt jetzt, die machen automatisch 2, haben die 2 Erfolge. Du hast aber 3 Panzerungen, heißt, die können dir nichts anhaben. Also können mich nicht verletzen. Genau. Ach, die haben keinen Initialschaden oder was? Ja doch, klar, 4. Sorry. Lena, Luise da nochmal. 4 haben die, nicht 2. Weichst du aus? Kannst du noch ausweichen? Ja. Ich habe einen Aktionspunkt, den würde ich fürs Ausweichen. Dann mach das einmal. Ja, damit kannst du ausweichen. So, Henning, du wirst auch mit 4 getroffen, müsstest auch einmal ausweichen. Oder Schildbenutzung. Oder Schildbenutzung. Wenn er das hat. Ist das auch da bei diesen... bei den Waffenfähigkeiten. Schildbenutzung hast du 7, ja. Schildbenutzung, parieren plus 1, Schildbenutzung plus 1, beides. Du kannst auch mit dem Schwert parieren, dann hast du auch 7. 7, also würfel ich jetzt. Hexe. Also Token wieder anklicken, Hexenwürfel 7, keine Januswürfel abschicken. Er hat aber nicht genug AP für die Parade. Ach so, okay. Deswegen, ja, das stimmt. Muss er Schild nehmen. Ja, dann nimm Schild. Wobei. Welchen Wert? Den Summenwert bei Schildbenutzung. 7 hast du da auch. Janus 0, oder was? Ja. Jo, damit blockst du auch den Angriff und kein weiterer Schaden kommt zustande und damit ist Wilhelmina Opitz wieder dran. Ja, dann mache ich das natürlich, dass ich
Warte, wo stehe ich? Ich stehe neben der Jule. Ihr Friedenspanzer sagt, parieren kostet doch auch nur ein AP. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Guck mal eben. Okay. Parieren. Reaktion verbraucht 1 AP oder 2 AP. Genau, mit Stangenwaffen glaube ich 2 AP. Gut, danke, Friedenspanzer. Hallo erstmal. So, was sagst du? Ich hack mal hier, oder was heißt ich hacke? Ich erschieße die Ranke bei der Luise. Ja, eine Knarre nach rechts, eine nach links und dann abdrücken. Gleichzeitig. Ja, oder so. Ja, mach mal. Wird doch mal ein bisschen episch hier. Ja, man muss erstmal. Think epic. So, nur. Seitdem ich Hexen spiele, renne ich nur noch episch durch die Welt. Ein Erfolg. Also 4. Ein Erfolg, 4 Schaden. Du triffst die Ranke bei Luise, aber du siehst, wie deine Kugel zwar die Außenhaut der Ranke zerfetzt und ihr auch enormen Schaden zufügt, aber sie ist noch nicht ganz weggeknallt. Und was macht die Ranke bei Johann? Ja, dann hau ich den nächsten da hinterher. Ach, jetzt entscheidest du dich doch um und knallst wieder auf die gleiche Ranke? Ja, so episch, ich kann... Wie, meinst du jetzt echt, dass ich hier den mache, oder was? Ja, ich würde das machen. Der Schittenhelm wird das so machen, der Wolfgang. Das sieht auch cool aus, ja. Ja, Gangster-Style. Genau, die Knarren so. Ohne gucken. Mit das Pulver rauchen. Ohne gucken. Ja, dann mache ich das dann. Ich bin total episch. Ja, Mama epic. Mama pink. Alter, sind meine Ohren größer geworden? Der Kopfhörer tut heute an den Ohren weh, hatte ich noch nie. Oh, das ist aber nicht epic, ey, meine Liebe. Wieder nee, ich hier, bin ne? Nicht episch irgendwie. Und genau so kratzt kann du auch so schlecht nur die andere so an. Alter Schwawede, ey. Sieben so. Würfel und beides mal nur ein. Das jetzt geht nicht. Zeigt uns mal die Luise, wie sie sich den Rest der Ranke Scheiße, von den Stiefeln klopft. Ich hab nur nachgeholfen. Also es gibt noch mal einen mit der Schlagwaffe. Du musst das mal charakterisieren mit der Schlagwaffe. Ist das Nudelholz? Echt? Ach, ja. Ich mich da mal schlau machen. Kriegshammer ist cool. Oder so ein Streitkolben oder sowas. Ja, dann lieber ein Kriegshammer. Ja. Ja, dann hau mal zu mit deinem Kriegshammer. Ja. Boah, du holst aus mit deinem Hammer und schlägst zu und du siehst, wie der Rest der Dornenranke mitsamt grüner Schlotze von deinem Körper weggeschleudert wird. Und einem Mann, einem dicklichen Mann am Nachbartisch direkt ins Gesicht gepfeffert wird. So, und die Dornenranke ist Geschichte. Du hast aber noch wahrscheinlich mehr Punkte, ne? Einen nur noch. Dann, den spare ich mir. Okay, dann ist Johann Gudmund wieder dran und kann wieder attackieren. Ja, mit dem Schwert schlage ich zu mit der 7 dann, ne? Genau. Genau. Oh, du hackst zu und haust auch diese Dornenranke in zwei. Und als ihr da so steht und dieses Ausmaß seht, seht ihr, wie immer mehr Ranken aus dem Boden kommen. Die hübsche junge Maid, der Johann gefolgt ist, dreht sich um und rennt hinaus auf die Straße und viele der Leute in der Taverne oder in der Gaststätte fliehen auch aus dem Raum und überall sind mittlerweile diese Dornen. Wollt ihr auch fliehen? Boah, du bist so abgehackt. Ja. Ja. Das kannst du kaum verstehen, ja. Du kriegst. Ich verstehe nicht, woran das liegt. Das ist immer, wenn ich viel und lange rede.
Jetzt ist gut. Den letzten Satz habe ich ja verstanden. Also, es kommen immer mehr Dornen. Haltet mal irgendwie Daumen hoch, ob ich irgendwie sehe, ob ich gut komme. Also es kommen immer mehr Dornen hinaus und versperren die Wege und mit der Zeit fliehen die Dorfbewohner raus und versuchen halt auf die Straße zu kommen. Wollt ihr mit auf die Straße rausgehen oder bleibt ihr drin und kämpft weiter, wobei es nicht wirklich Sinn macht, denn der ganze Schankraum ist mittlerweile voller Dornen. Ich würde auch auf die Straße gehen. Ja. Hätte ihr gerne noch zugerufen, bevor ich dran bin, wie kann man das aufhalten, bevor sie rausgelaufen ist? Wem? Ich. Der junge Frau, oder was? Schmeid, ja. Okay, sie rennt einfach raus und ihr seht, dass draußen Verletzte hingelegt werden und einige Leute gehen halt rum und verbinden die Verletzten und sie geht halt auch zu mehreren der Leute und fängt halt auch an, die mit Erste Hilfe zu behandeln. Ich wollte nämlich gerade sagen, wie ist das denn in diesem Schankraum? Gibt es da noch Menschen, die auch irgendwie gerade bedroht sind, so dass ja, ich denen helfen jetzt, muss? Oder? Es haben sich jetzt alle im Prinzip nach draußen gerettet. Ach so, okay. Ja, dann genau. Auch raus. Warte mal. Euch bleibt keine Wahl, als euch der Menge anzuschließen, die auf die Straße vor dem Wirtshaus strömt. Von außen wird das ganze Ausmaß des Angriffs sichtbar. Die Dornenpeitschen zucken aus allen Fenstern des Wirtshauses. Aus den Fenstern steigt schwarzer Qualm auf. Einer der Passanten ruft Feuer! Feuer! Gleichzeitig ziehen sich die Dornpeitschen zurück, als ob sie das Feuer fürchteten. Frieda schlägt sich die Hände vors Gesicht. Mein Bruder ist noch da drin! Ich muss ihn holen! Und schon ist sie zurück in den Schankraum gerannt. Wer ist Frieda? Das hübsche Mädchen. Das hübsche junge Mädchen. Ah. Da muss Johann natürlich hinterher. Ihr hört, wie ihr jemand hinterher ruft. Frieda! Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung, Freunde. Ja, Johann rennt hinterher, oder was? Ja, Johann muss natürlich das junge Mädchen unterstützen. Und ich würde mich gerne draußen umschauen, ob irgendwo auf einem Dach in der Nähe oder so irgendwer steht, dem man dem Zauber anhängen könnte. Also der gezaubert haben könnte. Du schaust dich um, kannst aber da nichts sehen. Verdammte Hexenbrut. Ich versuche auch mal die Menschen, die da so stehen und zu beobachten, ob da irgendjemand irgendwas Komisches macht oder verdächtig irgendwie verdächtig wirkt. Du schaust dich da um. Du schaust dich da um und... Wie werde ich jetzt leiser? Nee, ne? Ja, nein. Du schaust dich da um. Ich glaube, ich habe es hier rausgekriegt. Die Einstellung war, glaube ich, ein bisschen tief. Oder ein bisschen hoch. So, du schaust dich um und siehst dort... Wonach hast du dich jetzt umgeguckt? Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen abgelenkt durch die Einstellung. Also ja, kurz nach Menschen... Die verdächtig wirken. Du kannst aber nicht wirklich jemanden erkennen, der da verdächtig wirkt. Okay. Und das ist alles nur im Wirtshaus? Das Wirtshaus, genau. Das fängt jetzt an zu brennen und die Feuer. Sachen. Und ja, genau. Eure Sachen sind da nur drin. Die ersten rennen halt los und holen halt Eimer zum Löschen. Wollt ihr rein, eure Sachen holen? Ich meine, die junge Frau ist eh reingerannt. Ja, ich bin ja hinterher gelaufen und ich bin ja auch schon drin. Ich würde auch mit reingehen, dass zumindest auch Johann da wieder rauskommt, heile. Also als Unterstützung gehe ich mit rein. Ja, und so lauft ihr der jungen Frau hinterher und hinein in die Stube. Wollt ihr noch weiter oder sollen wir cutten an der Stelle? Cutten, bitte.
Cutten, bitte. Ich muss morgen arbeiten. Okay, dann cutten wir an dieser Stelle. Und dann werden wir sehen, wie es beim nächsten Mal weitergeht, auf jeden Fall. Ja, super, ich bin sehr gespannt. Cliffhanger. Das hört sich so an, als wäre der Henning nächste Mal wieder mit dabei. Ja, ich darf gerne. Haben wir es nicht geschafft, dich abzuschrecken, ha? Nein, also, gut. Ihr bleibt bitte noch mal kurz da. Ich wollte noch mal ganz kurz was mit euch besprechen. Nichts Schlimmes, alles gut. Aber ich bedanke mich schon mal bei allen Zuschauern, die so fleißig mitgeguckt haben. Heute waren, glaube ich, durchgehend über 10 Leute da. Christian Reuter, Dankeschön für deine ganzen Kommentare auch. Ey. Christian Reuter momentan der Einzige, der immer hier Kommentare da lässt. Darf der Rest auch mal ruhig machen. Der Friedenspanzer ist, glaube ich, neu dabei. Ne? Der hat mal eben Bananen geliked mit Pikachu. Herzlich willkommen, Friedenspanzer. Und an alle die anderen, die auch da waren. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Nächste Woche Dienstag geht es hier weiter mit Pathfinder. Fluch des scharlachroten Throns. Nicht mit euch, aber mit der anderen. Guck mal, jetzt kommen die ganzen... die ganzen Follower hier. Pure D'accord DSA. Herzlich willkommen. Nimm dir einen Keks. So. Alles klar, Freunde. Bis nächste Woche. Dienstag mit Pathfinder. Und Donnerstag geht's hier mit der Geschichte weiter.